Ihr habt recht, das Teig ist wirklich gut. Wollt ihr noch was? Die Tür auf! Russell, mach schon vorwärts! Zurück auf die Straße, los! Haben gestimmt. Was machen Sie hier? Sie hat gesagt, wir sollen hier warten. Sind Sie bei der Sache? Ach, ich verstehe nicht, warum Sie bei diesen Dingern immer Mist bauen. Ist Ihr erster Außeneinsatz, nicht wahr? Ja, und? Naja, Sie sollten sich lieber gleich dran gewöhnen. Ich war die Beste in meiner Klasse. An was genau sollte ich mich Ihrer Ansicht nach gewöhnen? Ein großes Manko ist das ständig minderwertige Equipment. Und Sie nehmen sich nie Zeit, die Fehler zu beseitigen. Ich habe nicht vor, mit zu wenig Einsatzkräften in diesen Auftrag zu gehen. Also bringen Sie es in Ordnung, Harper. Keine Sorge, mache ich. Doch zunächst heißt es erstmal den Fehler suchen. Hey, halt nicht so hastig! Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie da tun? So was ist nie passiert im Studio. Ja, willkommen beim Aufbaustudium. Los, helfen Sie mir, ihn stillzuhalten. Und Sie kommen besser da raus, denn das Ding funktioniert nicht. Ich werde ihn erst wieder reinlassen, wenn ich seinen Motor in Betrieb gesetzt habe. Wäre doch möglich, dass es gar nicht so ernst ist. Das sehe ich anders. Wir lassen ihn wieder rein, so wie das hier repariert ist.
Wir haben nur begrenzt Zeit. Wie lange wird es dauern? Ich weiß es nicht. Aber da er jetzt aufgehört hat zu zucken, wird es ganz bestimmt schneller gehen. Wie wär's? Lassen Sie es mich doch ruhig mal versuchen. Charlie kommt nicht in Frage. Gehen Sie in den Kommandoraum und führen Sie eine Systemdiagnose durch. Wieso? Es läuft doch alles bestens. Befolgen Sie die Anordnung. Ja, Sir. Ich begreife nicht, was Sie an diesen Dingern so fasziniert. Sie sind schwer zu handhaben, sie sind zu klein und sie sind hässlich. Aber das Design müssen Sie doch bewundern, hm? Gut strukturiert, kaum Materialvergeudung. Halten Sie das. Haben wir es. Alles klar. Der Flüssigkeitsinduktor ist dicht. Das ist alles? Ja. Ein Bedienungsfehler. Wie bitte? Das fasse ich ja nicht. Dabei habe ich ihm gesagt, er soll darauf achten, wie es funktioniert. Nun, erklären Sie es ihm nochmal, nachdem wir es ihm wieder eingesetzt haben. Charlie, nehmen Sie jetzt Kontakt mit Bravo auf und sagen Sie ihm, er soll runterkommen. Wir haben das Ding wieder in Gang gekriegt. Ja, Sir, ich sag's ihm. Bravo, die Pause ist vorbei. Die haben ihren Gaul wieder in Gang gekriegt. Wird Zeit, dass Sie Ihr kleines Schläfchen beenden. Zurück an die Arbeit. Hey, Bravo. Willkommen zurück. Was war los? Ein Bedienungsfehler. Infolge von unzulänglichen Eingaben. Oh, nein. Ich habe ihn richtig bedient. Sie dachten, Sie bedienen ihn richtig, aber wie üblich war es nicht so. Bravo, Sie sollten sich mit der Ausrüstung mittlerweile auskennen. Ich war ganz sicher. Stehen Sie auf. Es ist Zeit fürs allgemeine Aufladen. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich das hier vergesse. Nehmen Sie sich die Zeit und studieren Sie Ihre Bänder. Ich studierte doch die Bänder. Also, wer ist der Erste? Papa. Insbesondere, da es Ihre Idee war. Hey, mir war nicht bewusst, dass wir hier Schuldzuweisungen machen. Ich habe nur etwas festgestellt. Wenn Sie glauben, dass wir Erfolg haben werden, dann sollten Sie... Was ist, wenn wir ihn haben? Was ist, wenn ich recht habe? Haben Sie aber nicht. Aber was, wenn doch? Dann nehmen wir alle einen großen Bonus und schnelle Beförderung mit nach Haus. Ihr Experiment wird nicht funktionieren. Die Versuchsobjekte sind ungeeignet. Bitte zurücklehnen. Ich weiß, Sie irren sich und ich werde es beweisen. Vergessen Sie dabei bitte eins nicht. Es mag Ihr Experiment sein, aber das Kommando, das habe ich hier. Ah. Ist das klar? Ja, Sir. Sind wir lange hier drin? Sie werden genauso eine ganze Stunde aufgeladen wie der Rest von uns. Diese Körper verbrauchen zu viel Energie. Sie sind ineffizient. Das liegt am zentralen Heizsystem. Es benötigt sehr viel Energie. Die Echten müssen dreimal am Tag essen. Niedere Lebensformen. Ich weiß nicht. Sie scheinen ihre Nahrung sehr zu genießen. Hey Harper, wie lange sind Sie schon in diesem Körper? Über ein Jahr. Sie sind nicht rausgegangen? Nicht einmal? Nein. Alpha sagte, ich soll an Ort und Stelle bleiben. Es würde mir schwerfallen, mich wieder einzugewöhnen, wenn ich eine Zeit lang woanders war. Alpha, Sie sind ein Sadist. Jeder braucht sein Hobby. Wie lange noch, bis wir dort sind? 20 Stunden. Ich stehe auf neue Planeten. Ihre Gefühle, die wird man dort bestimmt nicht erwidern. Okay.
Okay, da wären wir. Erde, Planetenmasse 317, hohe Umlaufbahn in 4 Minuten. Werden Sie uns entdecken? Nein, wir bleiben außerhalb der Atmosphäre und mischen uns unter den ganzen Müll, der hier oben rumtreibt. Wie groß ist die Bevölkerung, Harper? So wie es aussieht, 6 Milliarden. Etwas drunter. 6 Milliarden? Donnerwetter, fette Beute. Immer unter der Voraussetzung, wir kriegen es hin. Die einheimische Bevölkerung ist nicht sehr kooperativ. Wir müssen es unbedingt schaffen. Ich will nämlich nicht mit einer Negativbewertung von meinem ersten Job zurückkehren. Transfer auf den Planeten erfolgt um 600. Bis dahin muss in der medizinischen Abteilung alles vorbereitet sein. Diese Infiltration wird anders verlaufen als die bisherigen, denn diese Wesen sind uns gegenüber leider in einmaliger Weise resistent. Nur etwa 10% sind kontrollierbar. Soweit uns bekannt ist. Aber es gibt vielleicht Kontrolltechniken, die ich noch gar nicht angewendet habe. Viva, wir sind hier, um die Arbeit zu beenden, die Harper nicht allein abschließen konnte. Wie lange hat diese erste Studie gedauert? 6 Monate. Ich hörte, Sie hätten sie fast geschnappt. Ich bin nicht geschnappt worden. Ich erledigte den Job und brachte die Daten hierher. Tja, beinahe also. Wieso glauben Sie, dass diese Menschen zu irgendetwas zu gebrauchen sind? Weil ihre Lebenserwartung wesentlich höher ist. Wäre es nicht viel sinnvoller, einen Planeten mit einer nachgiebigeren Bevölkerung zu finden? Hört euch die neue Rekrutin an, die ist jetzt Expertin. Vielleicht wollte der Rat sie ja bloß so weit wie möglich fortschicken, um sie loszuwerden. Halten Sie sich für witzig? Jetzt beruhigt euch wieder, Leute. Hören Sie, es ist nun mal so entschieden worden, dass die menschliche Bevölkerung entbehrlich ist. Man hat die Flotte zusammengestellt und sie ist unterwegs. Aber es wird noch 3 Tage dauern, bis sie hier eintreffen. Und Harper hat den Rat überzeugt, ihr diese Zeit zur Fortsetzung ihrer Studie zu geben. Mein Job ist es nun, ihr dieses Experiment zu ermöglichen. Aber bitte, seien Sie sicher, es wurde mir vom Rat in der Sache ein weitgehender Ermessensspielraum eingeräumt. Was ist mit dem Bonus? Ja, was ist mit dem Bonus? Nur, wenn wir Erfolg haben. Also, wir benötigen, um diese Aufgabe zu erfüllen, 3 Menschen. Diese Testpersonen müssen unserer Kontrolle gegenüber immun sein und wir brauchen sie lebend. Im Labor wird es dann unser Ziel sein, ihre geistigen Schutzschilde zu überwinden. Und was ist, wenn wir es nicht schaffen? Dann wird in 3 Tagen, wenn die Flotte hier eintrifft, die menschliche Bevölkerung vernichtet und der Planet demontiert. Hey Harper, sagen Sie mal, bei wie vielen Außeneinsätzen waren Sie schon dabei? Dies ist mein 22. 18 erste Infiltrationen und dann Folgeeinsätze. Oh, sind eine Menge Einsätze. Ja. Ich habe Monate damit zugebracht, eine Kultur zu studieren, um dann Assimilationsbänder für die Truppen zu erstellen. Ich weiß jetzt, wie man sich als Mensch verhält, denn ich studierte diese Bänder. Jedes Mal, wenn ich mich an die eine oder andere Lebensform gewöhnt habe, wird sie anschließend von uns kontrolliert und vor Ablauf eines Jahres stirbt sie aus. Es ist nun mal der Fortschritt. Aber es ist absolute Verschwendung. Ich denke mal, besser die werden verschwendet als wir, oder? Ja, stimmt auch wieder. Mir sind die völlig egal. Ich will bloß meinen Bonus, den nächsten Job und abkassieren. Also ans Werk. Denken Sie alle dran, Sie wollen sich unauffällig unter Sie. Ist das ein Scherz? Sowas tragen die da, okay? Ich bin bereit. Gehen wir. Irgendwelche Fragen? Ja. Ist diese Erde ein Rattenloch? War das auf Ihrem Assimilationsband? Aha, war es. Was das heißt, wissen Sie? Oh, natürlich, das weiß ich. Verraten Sie es mir. Es heißt, was es heißt. Ich warte. Ratte ist ein liederlicher Ausdruck für Schweinehund. Können wir los? Ich habe eine Peilung vom Leitstrahl, den Harper zurückgelassen hat. Viel Glück. Harper, sind Sie sicher, dass Sie eine Stelle gefunden haben, von der aus wir nicht gesehen werden? Ich bin sicher. Was ist das hier bitte? Ein Rattenloch? Ein verlassener Ort. Oh, ist das ein Mief hier? Ein verlassener Rattenlochort. Kommen Sie. Nach Ihnen. Etwas besser, wenn wir erstmal draußen sind. Ja. Er wollte ein Rattenloch sehen, er hat eins gesehen. So, hier ist es, ja. Genau hier ist es, jawohl. Unser eigenes kleines Jagdrevier. Wie nennt sich das hier? Los Angeles. Das bedeutet Stadt der Engel.
Was sind Engel? Sowas wie Geister. Oh. Was sind Geister? Tote Menschen. Ah. Guter Name. Schnappen wir uns hier einfach ein paar Menschen. Nein, nicht mitten unter so vielen Menschen. Das erregt viel zu viel Aufmerksamkeit. Nein. Passt auf, das wird wunderbar funktionieren. Mal sehen. Gut so. Okay. Ja, den habe ich unter Kontrolle. Bei wie vielen haben Sie das vorher schon gemacht? 7. Soll er mal für Sie tanzen? Aha. Lassen Sie ihn frei. Der ist für uns ungeeignet. Wir brauchen Menschen, die sich ihren Geist nicht brechen lassen. Hey, wieso haben Sie das gemacht? Das sind doch keine Spielzeuge, die Sie einfach so quälen können. Seit wann? Folgen Sie mir, wir haben zu tun. Darf ich erfahren, wo es hingeht? Wir gehen in eine Bar. Dorthin begeben sich Menschen, um sich zu berauschen. Die, zu der wir gehen, ist sehr gut besucht. Es gibt in der Nähe abgeschiedene Plätze. Und wie können wir diese Menschen einsammeln? Sie beeinträchtigen ihr Urteilsvermögen und gehen dann bereitwillig zu völlig Fremden mit nach Hause. Ehrlich, so einfach geht das? Ja, und ich sage Ihnen, die gehen so ziemlich mit jedem mit. Ist das wahr, ja? Sie sind echt gut. Ach, wissen Sie, ich tue, was ich kann. Ist einer. Warten Sie mal, Bravo. Seien Sie behutsam. Lassen Sie ihn mich erst testen. Das ist mein Haus, mein Haus! Das ist Haus wie besprochen! Tja, den können wir vergessen. Der fällt aus. Aber wieso denn? Weil er jetzt tot ist. Oh Mann, passen Sie gefälligst besser auf das nächste Mal. Moment mal, ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Er hat ihn gerade umgebracht. Dass die so leicht kaputt gehen, war mir neu. Er ist nicht kaputt gegangen, er ist tot. Mann, beruhigen Sie sich, Harper, es gibt ja wohl sicher noch mehr von denen. Ja, aber Sie deswegen gleich zu misshandeln, ich meine, verstehen Sie denn nicht? Eben lebte er noch und jetzt ist der Mann tot. Ja, jetzt vergessen Sie es, der hier wird mitgenommen und als biologisches Muster von uns verwertet. Hatten Sie zuerst versucht, Druck auf seinen Verstand auszuüben? Nein. Aha, okay. Bravo, sollten Sie das nächste Mal wieder jemanden zusammenschlagen? Dann bearbeiten Sie zuvor doch erstmal seinen Verstand, denn wir müssen ja sehen, welche wir von Ihnen kontrollieren können und welche nicht. War zu sehen auf dem Band. Wer kommt als nächster? Oh, Augenblick, das war aber nicht zu sehen auf den Bändern. Nein, wartet, lasst mich den Kerl schleppen. Hier ist es perfekt. Eine Riesenausfahrt. Sie in der Menge zu schnappen, das fällt auf. Das ist Charlies Job. Sie wird Sie anlocken. Sind Sie sicher, Sie wissen, was Sie tun? Oh ja, ich habe Sie studiert. Und jetzt passen Sie mal auf. Bravo. Ja? Halten Sie sich zurück, wen Sie auch mitbringt. Du kannst hier, wenn du möchtest, bei mir stehen, aber versuch mich bloß nicht anzuknabbern. Ist das der Satz, der bei den meisten Frauen funktioniert? Oh, ich weiß nicht. Ich bin neu in der Stadt. Ich mache gerade meinen ersten Straßentest mit ihm. Verstehe. Ich denke, du solltest ihn gegen einen anderen eintauschen. Ein Auslaufmodell, hä? Ja, der Lack ist ab, würde ich sagen. Wie wär's mit dem Spaziergang? Hast du Lust? Na, klar doch. Gehen wir.
Mein Name ist Desmond. Nenn mich Charlie. Es freut mich, dich kennenzulernen. Geht mir genauso, Charlie. Ach ja, meine Wohnung ist gleich um die Ecke. Naja, könnte ja sein, dass du Lust hast auf einen Drink oder so. Findest du nicht, wir beide sollten uns vorher ein bisschen besser kennenlernen? Hallo! Hey, wer ist das denn? Es wurde aber auch Zeit. Willst du spielen? Bravo! Nein, Bravo, bitte tun Sie nichts! Er ist gerade dabei, mich aufzuschlitzen. Zuerst versuche ich, seinen Verstand zu kontrollieren. Hast du vor, mich zu vernaschen? Es funktioniert nicht. Helfen Sie mir. Was ist denn das für eine Nummer? Er spürt es. Ja, aber es funktioniert nicht. Der Mann ist zweifelsohne nicht fügsam. Bravo, nehmen Sie ihn sich vor. Wie bitte? Was soll ich tun? Hauen Sie ihm eine rein! Nicht so brutal! Na toll, wenn wir den auch vergessen können, dann... Sie hatte doch gesagt, ich soll zuschlagen! Ist der noch funktionsfähig? Ja. Bitte legen Sie ihn zu dem Toten. Das macht zwei, beides Männer. Falsch, wir haben erst einen. Der Tote zählt nicht. Und wir brauchen Frauen. Oh, ich besorg eine. Tigerhemdchen gesehen? Ja, so ein Angeber. Nicht schlecht besucht heute Abend. Hallo, wie geht's? Wissen Sie was? Ich wohne da hinten, gleich um die Ecke. Wie bitte? Ich habe nur gemeint, ich wohne da drüben und zwar gleich um die Ecke. Na und? Na und? Willst du mich jetzt nicht vernaschen? Blöder Wichser! Hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei Frauen eben nicht so einfach. Ich denke, wir sollten einen Mann finden, den wir kontrollieren können. Das aber ist nicht der Grund, weshalb wir hier sind. Na und? Warum versuchen wir, unsere Aufgabenstellung nicht einfach zu erweitern? Wir hätten dann einen, mit dem wir die anderen vergleichen könnten. Wäre möglich. Okay, halten wir wieder Ausschau nach Füchsam. Ich würde so gerne wissen, wo wir eigentlich hingehen. Ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber wir werden hier draußen bestimmt irgendwo einen Menschen finden. Psst, Achtung! Hast du dich warm genug angezogen? Mach dir um mich keine Sorgen, Baby. Alles bestens. Wenn wir beide zusammenziehen würden, müsstest du nicht ohne Pulli rausgehen. Dann wären deine Sachen alle hier. Hört euch das an. Du hast aber ein Tempo drauf. Es ist erst unser zweites Date. Hey, ich bin dir zu schnell. Hör mal, Mr. Superflinker Finger. Ich denke, die üblichen 0815-Werbungsrituale haben wir übersprungen. Du hast vermutlich recht. Darüber reden wir noch. Okay. Also, ich gehe jetzt. Bitte sei vorsichtig. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Das gibt's doch wohl nicht. Haben die nicht mal einen Funken Anstand in dieser Stadt? Ist vielleicht irgendwas passiert? Aber ja.
Es gibt in dieser Stadt keinen Respekt vor dem Beruf eines Mannes. Das ist passiert. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ich beschütze den Besitz der Leute vor Raub und Vandalismus. Tja, früher war ich Cop. Jetzt bin ich pensioniert, eine ganze Weile schon. Sehen Sie, die haben meinen Wagen festgesetzt. Hey, hey, kommen Sie nicht näher. Dürfte ich erfahren, wer Sie sind und was Sie wollen? Das Auto will nicht fahren? Jetzt fährt es. Deshalb wir... Ein ziemlicher Brocken. Du beschissenes Mistding. Die Nummer ziehst du doch bloß ab, um mich zu ärgern. Okay, ich brauche keine $100. 40 reichen mir auch. Den haben Sie... Ich meine... Ihr tut mir doch nichts, oder? Nein, aber nicht. Doch wir tun Ihnen nichts. Hier, das ist alles. Ich schwöre, es gehört euch alles. Nehmt mein Geld, mehr habe ich nicht. Wir wollen weder Ihr blödes Geld noch Ihr Auto. Wir wollen nur Sie. Hey! Hey, was machen Sie da? Lassen Sie sie los! Ich lege ihn um, darf ich? Nein! Doch, den brauchen wir nicht. Tun Sie's, Bravo! Er ist harmlos. Tun Sie's! Warten Sie! Jetzt warten Sie mal einen Moment. Geht's Ihnen gut? Was für ein Problem haben Sie? Sind Sie dumm oder was? Das hier hat nicht das Geringste mit Ihnen zu tun, hm? Lasst sie los! Töten Sie ihn nicht. Schaffen Sie ihn nur aus dem Weg. Ich sagte, lassen Sie sie los. Bravo, warten Sie. Ist sie vielleicht Ihre Frau oder Ihre Freundin oder sowas? Nein, ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wieso tun Sie es dann? Verschwinden Sie von hier, solange Sie es noch können. Der geht auch mit, klar? Nein, den brauchen wir nicht. Der wird uns stören und behindern. Er ist aber anders. Na und was soll's? Er hat für eine völlig Fremde sein Leben riskiert. Möglicherweise können wir von ihm noch was lernen. Zu sein. Hat aber nicht viel genützt, wie man sieht. Danke. Ich bin Ritterlichkeit nicht gewohnt. Die Männer, die ich sonst kenne, sind feige. Ich bin Kevin. Laura. Hallo. Wo sind wir? Da waren diese Menschen. Wie kommen wir hierher? Keine Ahnung. Als sie mich hierher brachten, war ich bewusstlos. Wer seid ihr? Ich bin Kevin. Wer sind Sie? Was geht hier vor? Das wissen wir im Moment noch nicht so genau, Jack. Mein Name ist Desmond. Wollen Sie mir bei der Tür behilflich sein, Desmond, oder...
An was können Sie sich erinnern? Keine Ahnung, ich unterhielt mich mit diesen merkwürdigen Leuten und dann bin ich hier aufgewacht. Ich bin Fred. Dir fehlt eine Knarre, Fred. Solltest du sie nicht lieber benutzen, als sie zu verlieren? Ich finde, wir sollten uns darauf konzentrieren, wie es hier rausgeht. Tja, weißt du, ich bin davon ausgegangen, dass die Tür von außen verriegelt ist. Wie steht's denn mit dem Lüftungsschacht? Ja, vielleicht kriegen wir das Gitter ab. Die haben vergessen, mich zu durchsuchen. Lobet den Herrn, wir sind mit einem Pfadfinder zusammen eingesperrt. Missbrauchen Sie nicht den Namen des Herrn. Ich finde, wir sollten da nicht reingehen. Wir wissen nicht, wo er hinführt. Laura, das könnte möglicherweise ein Weg nach draußen sein. Wir müssen es probieren. Egal, was uns erwartet, wir werden damit fertig. Sehen Sie irgendwas davon? Ich glaube, ich erkenne was. Ich sehe einen Korridor. Da ist aber niemand. Nicht so laut. Wir machen können uns alle hören. Nur die Ruhe, kleine Lady. Hier draußen ist keiner. Kommen Sie. Ist das der Weg nach draußen? Sind wir richtig? Kommen Sie. Diese Menschen sind schwachsinnig. Sie denken doch tatsächlich, wir lassen sie einfach so entkommen. Genau den gleichen Test führen sie auf der Erde auch durch. Sie stecken Mäuse in ein Labyrinth und dann studieren sie ihre Reaktionen. Lassen sich durch ihre Studie Fortschritte erzielen oder nicht? Ja. Der Test ruft eine Vielzahl von Reaktionen hervor. Zum Beispiel Verwirrung, Misstrauen, Hoffnung. Und diese wiederum ermöglichen uns Einblicke in ihre Denkweise, von denen wir sonst nur träumen. Ist das so? Wirklich? Haben Sie einen messbaren Nutzen erzielt? Können Sie Ihre Handlungen kontrollieren, Ihre Gedanken lesen oder zum Beispiel in Ihren Verstand eindringen? Nein. Noch nicht, aber... Dann ist das Experiment ganz, wie ich es erwartet habe, nicht produktiv. Warten Sie! Es wird bald eine weitere starke Reaktion geben. Hey, wo sind wir denn hier gelandet? Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott! Die werden uns alle töten! Wir werden sterben. Nein, das werden wir nicht. Aber ja, wir werden alle sterben. Das gibt es nicht. Hier verarscht uns jemand. Tut mir leid, ich komme bei denen nicht weiter. Es funktioniert nicht, oder? Nein, aber wir stehen doch erst am Anfang. Und das ist ein langwieriger Prozess, wird hatte ich nicht verschwiegen. Leider bleibt uns nicht viel Zeit. Außerdem bin ich nicht der Geduldigste. Ich denke mal, im Labor würden wir mehr erreichen. Wir sollten sie sezieren. Nein! Wir müssen besonnen vorgehen. Genau hinsehen, wo sie verwundbar sind. Sie sind zu wertvoll, um sie zu vergeuden. Okay, bleiben Sie stehen. Kein Schritt weiter. Wer seid ihr? Nein, Bravo. Lassen Sie es ihm, wenn es ihm Trost spendet. Sie stellen keine Bedrohung für uns dar. Nochmal, wer sind Sie und was ist das hier? Es ist alles genau das, was es vorgibt zu sein. Was soll das? Das Ganze hier ist doch ein Trick. Kein Trick. Ich weiß, Sie werden sich uns gegenüber sehr gut verhalten. Sie werden tun, was wir Ihnen befehlen. Oder Sie folgen Ihrem unglücklichen Freund da drüben. Wenn ihr uns töten wollt, dann bringt es doch hinter euch, denn für Spielchen bin ich im Moment nicht in Stimmung. Wir betreiben hier keine Spielchen, sondern ernsthafte Studien. Wir interessieren uns für Menschen. Was meinen Sie damit? Für Menschen? Setzen Sie Ihre Fantasie ein. Ich verrate dir was, du wirst durch mich überhaupt nichts lernen. Also worauf wartest du? Bring mich um, mach schon. Na los. Ach, wie ich das hasse. Sagen Sie mir nur, ob ich mit Ihnen Kooperationsschwierigkeiten haben werde oder nicht. Ist das eine Strahlenkanone? Soll ich jetzt etwa Angst haben, ja? Sie werden tun, was wir ihnen sagen. Oder sie werden sterben.
Hören Sie doch auf, Bravo. Er hat Ihnen doch nichts getan. Na und? Also bitte seien Sie vorsichtig. Ich hab gesagt, vorsichtig. Sie sind sehr anfällig, also lassen Sie das. Entschuldigung. Ja, du mich auch, Spaceman. Bravo. Dass sie uns hier weiter einsperren, ist nicht auszuhalten. Hast du noch mehr solcher Einwände? Nein. Aber wir müssen nachdenken. Wir können nicht einfach alles akzeptieren, was man uns hier zumutet. Na schön, warum halten die uns hier wohl eingepfercht? Die müssen irgendwas von uns wollen. Und wir müssen rauskriegen, was das ist. Sie werden unsere Schwachpunkte finden und sie ausnutzen. Ich versuch's nochmal. Diese Bastarde sind leistungsfähig, das muss man ihnen lassen. Was testen Sie als nächstes? Ich werde versuchen, die Kontrolle über den fügsamen Menschen zu übernehmen und ihn benutzen. Das war meine Idee. Ich hab gesagt, wir sollten einen mitnehmen, den wir kontrollieren können. Ich denke, wir sollten damit aufhören, Zeit zu vergeuden, denn wir werden hier nicht pro Tag bezahlt. Nehmen wir einfach einen, den wir kontrollieren können und einen, bei dem wir es nicht können. Dann sezieren wir ihre Gehirne und sehen nach, wo die Unterschiede liegen. Sie wissen nicht, ob Sie auf diese Weise eine Antwort kriegen. Ich weiß, dass es schneller gehen wird als mit Ihren ständigen Reaktionsversuchen. Na schön. Und läuft es so nicht, dann haben wir weniger Testpersonen und die Zeit rast uns auf und davon. Dann stehen wir wieder ganz am Anfang. Wir haben nur einen Fügsamen und den brauchen wir unbedingt für dieses Experiment. Von mir aus, Harper, amüsieren Sie sich mit Ihrem Experiment. Aber Ihnen bleiben bis zum Eintreffen der Flotte nur noch 2 Tage. Entweder Sie erzielen jetzt Resultate oder Sie stellen fest, dass Sie es nicht können. Dieses nächste Experiment hat, wie gesagt, mit dem fügsamen Menschen zu tun. Sie sind der Grund, weshalb die uns hier reingesteckt haben. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Sie haben geschrien, die kamen, Fazit, jetzt sind wir hier. Lassen Sie sie in Ruhe, Fred. Es ist nicht Ihre Schuld. Eine Flucht war unmöglich. Woher willst du das wissen? Wer weiß? Möglicherweise hat der Mann recht. Er hat nicht recht. Vielleicht sind Sie es ja. Sie haben ziemlich schnell nachgegeben, als die Sie unter Druck gesetzt haben. Gibt es irgendwas, was wir über dich wissen sollten, was du uns verschwiegen hast, Mr. Pfadfinder? Schon mal versucht, sich selbst Gedanken zu machen? Hey, halt jetzt besser die Schnauze. Es ist Ihretwegen. Er beschützt die Kleine. Jawohl, das tue ich. Und ich habe Ihnen gesagt, lassen Sie sie in Ruhe. Und ich habe dir geraten, besser die Schnauze zu halten. Vielleicht bist du gar nicht auf unserer Seite. Ich bin aufgewacht und du warst hier. Ich kenne dich nicht. Wer weiß, vielleicht gehörst du zu diesen Typen. Sagen Sie mal, tun Sie nur so oder sind Sie immer so blöd? Endlich mal ein bisschen Action. Hat sich etwa Ihr Verstand geöffnet? Nein, noch nicht, aber sehen Sie sie an. Ich habe das Gefühl, wir brauchen sie gar nicht alle zu kontrollieren. Vielleicht würden ja 2 schon reichen. Die anderen können wir manipulieren. Sklaven brauchen wir. Kein Komitee. Nicht doch! Hören Sie auf! Wieso tun Sie das? Hören Sie doch auf damit! Was ist? Wir sind nicht der Feind! Ich schwöre es. Glauben Sie, sie hat recht. Okay, ja. Tut mir leid. So viel zum Thema Manipulation. Aber beeindruckend, wie Sie es schaffen, Ihre Differenzen zu lösen. Ich bin nicht beeindruckt. Wir haben nichts erreicht. Kein Fortschritt, nicht der geringste. Wieso zwingen wir den Alten nicht dazu, uns zu sagen, wie Sie das durchhalten? Er weiß es nicht. Sie haben kein Konzept von mentaler Kontrolle. Nein, ich glaube fast, es ist mehr ein Zufall der Natur. Harper! Wenn Sie alles zufällig und unbewusst machen, wie wollen Sie sie dann jemals brechen? Als nächstes probieren wir an 2 von Ihnen chemische Präparate. Okay, Harper. Testen Sie ruhig Ihre Halluzinogene. Aber ich denke, es gibt für uns im Moment keinen Grund, wieso wir die anderen nicht sezieren können. Ein Fügsamen und ein Nicht-Fügsamen. Sie benötigt nicht alle 4. Wir können es uns ruhig leisten, 2 zu verlieren. Also Charlie hat damit eigentlich recht. Das finde ich nicht, nein. Wissen Sie, ich denke, Charlie hat nur ein Ziel, hier die ganz große Anerkennung abzusahnen. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Charlie, ich ordne an, dass Sie das Experiment von Harper durchführen. Das ist mein Experiment. Und ich habe ihr das Sagen. Mir war ein Kommandoposten in der Flotte sicher, aber einer musste ja hier für Sie den Babysitter spielen. Also wenn ich dieses sinnlose Experiment schon durchführen muss, dann so wie ich es will. Genau. Also holen Sie jetzt sofort den fügsamen Menschen und dann rauf auf den Tisch mit ihm. Wir machen seinen Schädel auf und sehen uns mal an, wie das Gehirn funktioniert. Also gut, kommen Sie da raus.
Fred! Fred, können Sie mich hören? Fred! Geh schon zur Seite! Nein! Wohin bringen Sie ihn? Wieso machen Sie das? Hören Sie auf, Ihr Verhalten ist total idiotisch. Das sehe ich aber nicht so. Und ich dachte, Sie hätten längst begriffen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Wenn Sie versuchen, mich durch Einschüchterung gefügig zu machen, das funktioniert nicht. Sie mögen im Vorteil sein, aber wir sind nicht völlig hilflos. Wir sind nicht hier, Sie um Erlaubnis zu bitten. Nein, wir sind hier und nehmen uns, was wir wollen. Das Einzige, was Sie tun können, ist vielleicht auf etwas Gnade hoffen. Und jetzt gehen Sie zur Seite. Nein. Nehmen Sie mich. Sie? Ja, wenn Sie erbarmungslos durchgreifen wollen, nehmen Sie doch jemanden, der weiß, was hier vorgeht. Du bist der Nächste. Keine Sorge. Bravo, kommen Sie! Wo bin ich? Was habt ihr mit mir gemacht? Nichts. Noch nichts. Geben Sie mir einen Moment Zeit. Wie bringt ihr mich dazu, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will? Das finden wir jetzt heraus. Einverstanden? Das wird ihn umbringen. Aber natürlich. Das ist ein Teil der Untersuchung. Irgendwelche Probleme damit? Nein, habe ich nicht. Wieso? Ich habe nur eine bessere Idee. Wir könnten nämlich sein Schädelinneres untersuchen, ohne dass er dabei getötet wird. Wieso sollte denn sein Leben von Interesse für uns sein? Alpha, je länger wir sie am Leben erhalten, desto mehr werden wir über sie erfahren. Damit kannst du dein unverbrauchtes Datenvolumen einfach in den nächsten Monaten mitnehmen. Und woran haben sie gedacht? Und in den neuen Red-Tarifen? Jetzt mit bis zu 100% mehr Datenvolumen. Wechsel jetzt ins Vodafone Giganetz. Das hier wird zwar länger dauern und es ist schmerzhaft, aber es wird sie nicht umbringen. Wunderbar. Tun Sie es zuerst mit dem hier, dann mit dem Nichtfügsamen, dem, der sich für einen Helden hält. Wenn Sie mit dem Dicken fertig sind, packen Sie ihn weg, irgendwo hin, wo wir Zugriff auf ihn haben. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Wenn ich hier rauskomme, zermatsche ich dir deine debile Visage. Du wirst hier noch nicht rauskommen. Wir werden bei dem Mädchen was Stärkeres nehmen. Harpers Präparate sind mir viel zu schwach. Nein, warten Sie! Nicht bitte! Gut, jetzt lassen wir sie so liegen, dann kann sich ihr Körper daran gewöhnen. Das hier wird schmerzhaft. Deshalb werde ich sie besser betäuben. Ich will ihnen wirklich nicht wehtun. Dies ist möglicherweise die einzige Chance, um ihnen das Leben zu retten. Soll ich mich jetzt bedanken? Nein. Womit rechtfertigen Sie das hier? Ich brauche mich nicht vor ihnen zu rechtfertigen. Nein, nur vor sich selbst. Dies ist unsere Art zu überleben. Durch Folter? Wir müssen Raum schaffen für eine wachsende Bevölkerung. Wir brauchen Produkte, Ressourcen, Arbeitskräfte. Sie sind also hier, um die Erde einzunehmen? Ja. Ist es Ihnen egal, was das für uns bedeutet? Ich habe Ihnen gesagt, das ist unsere Art zu überleben. Unsere Geschichte ist voll von Menschen, die das als Ausrede benutzten für ihre Gräueltaten. Und Sie wollen mir sagen, dass diese Menschen von denselben Methoden überrascht wurden, die sie gegen andere einsetzen? Nein. Nein, manchen von ihnen geht es ziemlich gut. Das heißt aber nicht, dass es richtig war. Tut mir leid, ich kann leider nicht mehr für Sie tun. Halten Sie still. Können Sie uns hören? Ich kann dich hören, du Irrer. Und, bist du jetzt fertig, mich zu vergiften? Hattest du deinen Spaß?
Ja, er kann uns hören. Wir versuchen es mit einem simplen Befehl. Er soll seinen Arm heben. Okay, Leute, kann ich jetzt wieder in meine Zelle zurück, ja? Es ist zwecklos bei denen. Versuchen wir es bei ihr. Wir kommen einfach nicht weiter. Wird die Wirkung der Drogen nachlassen? Ja, in wenigen Stunden werden sie wieder ganz normal sein. Ich kann bei beiden Gehirnen keine relevanten strukturellen Unterschiede feststellen. Ich denke, das Ganze hier können wir vergessen. Bestimmt hätten wir mehr rausgekriegt, wenn wir sie ordentlich seziert hätten. Nein, dann wären sie tot und wir wüssten trotzdem nichts. Aber jetzt sind wir auch nicht weiter und mein Potenzial an Geduld geht zur Neige. Deshalb wird das Experiment beendet. Aber ich habe noch Zeit. Und zwar 1,5 Tage. Und wir haben immer noch die Chance, durch Reaktionsversuche Informationen zu erhalten. Möglicherweise hat Harper recht. Was sagen Sie da? Bedeutet das etwa, Sie sind Ihrer Ansicht? Nein, aber ich habe eine Idee für einen Reaktionsversuch. Es bedarf einiger Konstruktionsarbeiten, aber wir werden Ihre Reaktion auf eine unmittelbare tödliche Bedrohung erfahren. Geben Sie mir den nächsten rüber. Ich wünschte, wir könnten es einfach hinter uns bringen. Sie sollten uns töten. Komm, sag sowas nicht. Tut mir leid, aber dann wäre es endlich vorbei. Wieso tun Sie es nicht einfach? Sie wollen was von uns, ansonsten hätten Sie es schon längst gemacht. Aber was wollen Sie? Ich weiß es nicht. Er spielt vielleicht keine Rolle. Verstehe ich nicht. Nun, was auch immer der Grund ist, wir wissen, dass Sie noch nicht vorhaben, uns zu töten. Das wissen wir nicht. Wir müssen davon ausgehen. Und wenn wir das machen? Dann locken wir einen von Ihnen zu uns in die Zelle und machen ihm glaubhaft, dass einer von uns krank ist oder stirbt oder so. Und dadurch bringen wir Sie dazu, die Tür aufzuschließen. Das kannst du vergessen. Das funktioniert nur im Fernsehen. Ich glaube nicht, dass die Fernsehen haben. Wenn Sie nun glauben, was wir Ihnen vormachen wollen, was dann? Dann würde ich sagen, dann gehen zwei von uns raus und verriegeln die Tür. Und derjenige, der mit dem anderen hier drin zurückbleibt, was macht der? Ihm dürfte nichts passieren. Ich habe ja schon gesagt, Sie scheinen nicht die Absicht zu haben, uns zu töten. Und wie geht's weiter? Mal sehen, die zwei, die jetzt draußen sind, versuchen eine Waffe aufzutreiben, kommen wieder und schnappen uns den, der noch in der Zelle ist und versuchen, von hier zu fliehen. Klingt sehr gefährlich, finde ich. Ist besser, als hier rumzuhängen. Okay, ich erledige das Ablenkungsmanöver. Ist das wahr? Ja. Ich wünsche mir schon eine ganze Weile, einem von denen eins auszuwischen. Das hier stellt nicht nur eine tödliche Bedrohung für Sie dar, sondern wird ganz sicher einen von Ihnen töten. Was dachten Sie denn? Na und wenn schon. Wir haben bisher nichts von Ihnen erfahren, also was haben wir zu verlieren? Ist doch egal, Sie sterben sowieso. Sir, ich meine, vielleicht sollten wir über einen anderen Ansatz für unser Experiment nachdenken. Wenn wir Sie schon nicht kontrollieren können, sollten wir vielleicht mit Ihnen reden oder versuchen, mit Ihnen zu verhandeln. Ja, vielleicht hätten wir mehr davon, wenn wir Handelsgespräche aufnehmen. Wir benötigen Sklaven, keine Partner. Sämtliche Rassen, die wir uns gefügig gemacht haben, sind uns weggestorben. Und was hat es uns genützt? Wenn wir Glück haben, können wir sie ein Jahr lang benutzen. Dann müssen wir uns wieder nach einer neuen umsehen. Ich meine, wenn wir... Es reicht jetzt! Es ist unsere Art zu überleben. Das wissen Sie. Ich denke nicht, dass ich Ihnen das erklären muss.
Wenn es ihr Schicksal ist, als Rasse auszusterben, dann wird es ebenso kommen. Erzählen Sie mir nicht, Sie wären hier, um Diplomatie zu praktizieren. Ich zumindest werde froh sein, Ihr Ende zu sehen. Die machen bloß Ärger. Na los, reich mir mal deinen Wahnsinnsdolch rüber. Hier. Was haben Sie vor? Ich mache es ein wenig überzeugender. Oh mein Gott. Scheiße, Desmond, was machen Sie da? Was soll das? Die müssen doch glauben, dass es lebensbedrohlich ist. Oh Mann. Und jetzt schreit los, als ging's um mein Leben. Okay. Hilfe! Helft uns bitte, Hilfe! Es muss uns unbedingt jemand helfen! Hilfe, helfen Sie uns bitte! Hilfe! Haltet die Schnauze, Mann! Helfen Sie uns! Hilfe! Wir brauchen Hilfe, bitte! Bitte, unser Freund ist schwer verletzt! Hey! Was hat dieser Krach zu bedeuten? Unser Freund hat versucht, sich umzubringen. Helfen Sie ihm. Na und? Dann stirbt er, ist doch egal. Lassen Sie ihn nicht sterben. Wieso nicht? Weil Sie brauchen ihn für... Sie dürfen ihn nicht verbluten lassen! Alpha? Was gibt's? Einer der Menschen ist am Sterben. Wir brauchen einen anderen. Was fehlt ihm denn? Nein, warten Sie. Unternehmen Sie nichts. Ich bin gleich da. Machen Sie auf. Niemand rührt sich vom Fleck. Auch nicht die kleinste Bewegung. Holen Sie ihn da raus. Sie wollen Spielchen mit mir spielen? Na schön. Bravo, bringen Sie ihn von hier weg. Und Sie werden sich von jetzt an ruhig verhalten. Alles klar? Ich weiß nicht, das letzte Mal kamen wir nicht sehr weit. Das letzte Mal war es eine Falle, diesmal ist es unsere Idee. Wer sagt's denn? Wonach suchst du? Was hast du vor? Und wo geht's hier raus? Weiß ich es nicht. Aber eins ist mir klar geworden, die sind nicht so stark, wie sie scheinen. Die suchen nach etwas, das sie noch nicht gefunden haben. Vielleicht liegt darin ihre Schwäche. Unter uns, ich weiß es nicht, aber es ist doch besser, als in der Zelle zu verrotten. Welche Richtung? Du hast die Wahl. Das ist keine lebensbedrohliche Verletzung. Kann sein, aber es tut verflucht weh. Er wird nicht sterben? Nein. Nein, ausgeschlossen. Durch das Blut sieht es viel schlimmer aus, als es ist. Allerdings überrascht es mich, dass er sich so etwas antut. Er hat uns reingelegt. Wieso? Nur um dein blödes Gesicht zu sehen. Bringen Sie die Wunde in Ordnung. Wir brauchen ihn in guter Verfassung für Charlies Test. Was ist da drin? Wenn ich das will. Sehen wir doch nach. Nicht, ob wir hier so sicher sind. Ist es das, was du finden wolltest? Ja, vielleicht. Was sind das für Dinge? Kann ich wirklich nicht sagen, aber sie sind uns sicher nicht wohlgesonnen. Leben die noch? Ja, könnte sein. Das ist ihr Geheimnis, Laura. Das sind sie. Das sind ihre wirklichen Körper. Sie sind keine Menschen. So sehen sie in Wirklichkeit aus. Und wenn wir sie zerstören können...
So ein beschissener Mist. Sieh dich um, es gibt bestimmt eine Möglichkeit, diese Dinger wieder aufzumachen. Sie werden sicher bald hier sein. Dann beeil dich. Bitteschön, lautet der Befehl? Den solltest du in deinen Kopf hören. Was soll ich sagen? Ich höre ihn nicht. Unsere Befehle wurden bis jetzt von jeder Rasse gehört. Glauben Sie es mir, ich höre wirklich nichts. Bravo, bitte tun Sie ihm nichts. Wirklich clever. Deshalb haben Sie uns reingelegt. Wie schafften Sie es, nach draußen zu gelangen? Na, was ist mit Ihnen? Lesen Sie meine Gedanken. Das kann ich auch. Sie denken bestimmt, es ist ein Fehler, mich zu provozieren. Erstmal zurück in die Zelle. Das war keine so gute Idee. Wir werden hier sterben. Ich sagte dir ja, wir gehen hier drauf. Nein, das tun wir nicht. Das überstehen wir schon. Das sagst du doch nur so. Es ist die Wahrheit. Also jedes Mal, wenn wir mit ihnen in Kontakt kommen, lernen wir etwas dazu. Und das können sie von uns nicht gerade behaupten. Wir wissen, wie sie aussehen. Wir wissen, wo sie sich verstecken. Und irgendwann werden wir etwas Bedeutsames über sie erfahren. Und dann sind wir im Vorteil. Und wir werden nicht sterben. Wie kannst du dir da so sicher sein? Ich werde es nicht zulassen, deswegen. Soll ich dir erzählen, wie ich zum ersten Mal ein Mädchen geküsst habe? Ja. Ja? Okay. Ich glaubte wirklich, mein Leben sei von nun an für immer verändert. Ich war damals 11. Was ist passiert? Tja, nun, wie gesagt, ich war ein Junge von 11 Jahren und ich wusste nicht so recht, wie das ablief mit den Mädchen. Tja, natürlich nicht. Ja, aber ich wusste es wirklich nicht. Na, egal, was soll's. Ihr Name war Tia. Sie war 13. Und sie hat mich hingebungsvoll geküsst, als ihre Eltern nicht zu Hause waren. Ach ja? Mhm. Sie hat mich gebeten, mit ihr zusammen zu baden. So hat sie das. Ich habe zu ihr gesagt, geht klar. Aber natürlich. Ich habe meine Shorts ausgezogen und bin in die Wanne gesprungen. Sie hat sich alles ausgezogen und als ich sie mir so richtig ansah, da war ich so verdutzt, dass ich pinkeln musste. Es war eine kleine gelbe Fontäne quer über das Wasser hinweg. Hast du nicht? Doch, doch. Ich sage dir, mein Blick auf das Leben war danach nie mehr ganz derselbe. Was geht hier denn ab? Ich arbeite. Studieren Sie Ihre heißgeliebten Menschen? Hören Sie, wie darf ich das verstehen? Sie sind Ihnen gegenüber zu nachgiebig. Nehmen Sie permanent in Schutz. Ich nehme Sie nicht in Schutz. Ich versuche bloß, eine brauchbare Lösung zu finden. Ja, und jedes Mal, wenn ich etwas vorschlage, dann kommen Sie mir in die Quere. Weil ich finde, dass Ihre Vorschläge böswillig und unproduktiv sind. Das können Sie gar nicht beurteilen. Doch, kann ich. Nein, das können Sie nicht. Nein, ich denke, da ist noch etwas anderes im Spiel. Sie bewundern sie. Oder vielleicht sollte ich sagen, Sie bewundern speziell einen. Ihre Anschuldigungen tangieren mich nicht im geringsten. Sie wollen doch bloß Ihren kostbaren Bonus. Es ist Ihnen völlig egal, dass das, was wir tun, für uns genauso wenig funktioniert wie für Sie.
Es kümmert sie überhaupt nicht, dass wir denselben sinnlosen Kreislauf wieder und wieder aufs Neue durchlaufen. Sie gehen völlig darin auf, jede Rasse zu vernichten, die wir finden, auch wenn wir dadurch eine nur ein einziges Jahr zur Verfügung haben. Seit wann sind Sie so eine Humanistin geworden? Das bin ich nicht. Ich ertrage es nur nicht, zu sehen, dass wir jede Ressource, die wir finden, vergeuden. Schluss jetzt! Aufhören, oder ich werde Sie töten. Das werden Sie wohl tun müssen, denn ich lasse nicht zu, dass Sie sie mitnehmen. Was machen Sie da? Ich dachte, Sie wollten ihn umbringen. Holen Sie sie nur da raus, und zwar sofort. Geh schon! Laura. Ich weiß es nicht. Die haben sie. Wo ist sie? Na, wollen Sie sie sehen? Laura, ist alles in Ordnung? Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich helfe dir. Lassen Sie, sie vergeuden ihre Kraft und die brauchen sie noch. Lassen Sie sie frei, Sie Schwein. Etwas mehr Geduld. Ich würde mir im Moment nicht allzu viel Sorgen um Ihre Freiheit machen, sondern mehr um Ihr Leben. Was haben Sie getan? Besser, Sie machen sich Sorgen darüber, was ich gleich tun werde. An Ihrer Stelle würde ich die Griffe anpacken, denn diese Platte wird sich schon bald, wie Sie feststellen werden, als sehr unangenehm für Sie erweisen. Kevin, hilf mir doch! Lass sie nicht auf mich auffallen! Ah, so ist es gut. Jetzt sind Sie für das Experiment in Position. Macht das nicht Spaß? Eine gelungene Idee finden Sie nicht auch? Hey, stoppen Sie das! Diese Platte ist elektromagnetisch und ich werde sie alle paar Sekunden 20 Pfund schwerer machen. Ich will sehen, wie lange Sie sie festhalten, bevor sie das Mädchen zerquetscht. Keine Angst, ich lasse nicht los. Gar nichts. Die sind genauso dicht wie immer. 300 Pfund sind es jetzt wirklich gut. Ich überlege mir gerade, vielleicht sollte ich das Gewicht in größeren Abständen steigern. Hören Sie auf damit! Lassen Sie sie frei! Nein! Ihr fühlt euch doch stark, oder? Meine Hände rutschen ab! Tun Sie nicht, lass sie bitte nicht abrutschen! Ich versuch's, aber sie rutschen! Desmond, bitte! Ich versuch alles! Ich hab sie nicht mehr! Desmond! Oh mein Gott! Irgendwas erreicht? Nein, nichts. Sie haben immer noch die Kontrolle über sich selbst. Ein weiterer Fehlschlag. Was sollen wir mit dem machen, der defekt ist? Ich repariere ihn. Nein. Ich will nichts mehr davon hören. Ihr Experiment war ein völliger Fehlschlag und wir sind fertig mit dieser Spezies. Töten Sie den dicken Mann und die Frau und bereiten Sie sie zur Einlagerung vor. Was ist mit Fred? Um den sollten Sie sich keine Sorgen machen. Dankbar sollten Sie sein, dass ich das in Ordnung bringen kann. Wieso haben Sie das gemacht? Ich hatte nun mal keine Wahl. Doch, die hatten Sie. Sie hätten einfach loslassen können. Das hätte ich nicht tun können. Aber Sie wussten nicht, dass ich das hier wieder reparieren kann. Waren Sie wirklich bereit, in Kauf zu nehmen, ein Krüppel zu werden? Es ging wirklich nicht darum, ob ich bereit war. Ihr wolltet sie zerquetschen. Ich habe nicht nachgedacht. Es war keine rationale Entscheidung. Ich habe einfach etwas getan, das ich unbedingt tun musste. Sie sind sehr mutig. Tja, genützt hat es ja nicht sehr viel. Wieso helfen Sie mir? Vermutlich, weil Charlie recht hat. Ich habe Bewunderung für die Menschen entwickelt. Ihr stellt euch dauernd neuen Herausforderungen.
erfindet euch ständig neu. Ich hasse es, das vergeudet zu sehen. Das sollte etwa eine Stunde lang stilllegen. Es wird eine Weile schmerzen. Dort im Labor, diese Kreaturen, das seid ihr. Nicht wahr? Ja. Dieser Körper ist künstlich. Er wird mit Strom betrieben. Wir müssen uns täglich neu aufladen, manchmal etwas öfter, wenn wir zu viel Energie verbrauchen. Sie essen nicht mal in ihrer anderen Form? Nein. Nein, unsere natürlichen Körper beziehen Energie aus Wärme und Licht. Aber auf der Erde habe ich Menschen essen sehen. Versucht habe ich es auch mal. Es war wunderbar. Könnten wir bitte nicht übers Essen reden? Ich sterbe vor Hunger. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was? Es ist meine Schuld. Dieses Experiment und alles. Ich kundschaftete als Erste Ihren Planeten aus und bin mit dem ersten Bericht zurückgekehrt. Und ich habe dieses Team hierher geholt. Können Sie nicht dafür sorgen, dass alle abziehen? Nein. Sie haben gerufen. Was gibt's? Wir haben die Kontrolle über das Mädchen. Sie haben was? Sie reagiert jetzt auf unsere mentalen Kommandos. Sehen Sie? Sie ist jetzt völlig unter Kontrolle. Aber wie kann das sein? Ich sagte Ihnen ja, versuchen Sie es mit meinem Experiment. Sie sehen, es war ein voller Erfolg. Nein, war es nicht. Wir haben nämlich keine Ahnung, wie wir das erreicht haben. Nicht mal eine Idee, wie wir es kopieren können. Sollen wir etwa die gesamte Bevölkerung schnappen und dann einen nach dem anderen festschnallen? Wenn wir diesen Effekt nicht nutzen können, dann nutzt er uns leider gar nichts. Aber vielleicht erfahren wir bei der hier etwas, was bei den anderen nicht wahrnehmbar war. Ich denke, eine Sezierung könnte Licht in das Dunkel bringen. Gut, wir müssen uns Gewebeproben ansehen. Charlie, nehmen Sie die Frau mit ins Labor und sezieren Sie sie. Harper, Sie haben auf der Krankenstation noch einen Körper. Gehen Sie hin und schneiden Sie ihn auf. Vielleicht erfahren wir durch ihn noch etwas. Der Start erfolgt in einer Stunde, bevor die Flotte hier eintrifft. Und zum Abschluss unseres Berichts sehen wir uns dann nochmal jedes Gehirn einzeln an. Wie geht's dem Bein? Ich weiß nicht. Besser, glaube ich. Können Sie laufen? Es käme auf einen Versuch an. Dann versuchen wir es. Ich werde Sie hier rausbringen. Wir haben aber nur eine Chance. Kommen Sie, beeilen wir uns. Was ist mit den anderen? Ich helfe nur Ihnen. Ich kann nur Ihnen helfen. Was geht da drinnen vor? Sie laden sich auf. Wir haben etwas Zeit. Kommen Sie. Müsst ihr sterben, wenn ihr das nicht macht? Nein. Nein, unsere Seelen sind anders. Sie sind nicht so eingesperrt wie eure. Wenn wir uns nicht aufladen, können wir in unsere ursprünglichen Körper wieder zurück. Aber Sie haben keine Zeit für solche Fragen. Wenn Sie fliehen wollen, dann müssen Sie es jetzt gleich tun. Ich habe ihr versprochen, dass ich nicht ohne Sie fortgehen werde. Na gut. Sie werden jetzt gehen und holen den einen aus der Zelle raus. Die anderen sind noch unter unserer Kontrolle, aber wenn ich nachgeladen habe, schicke ich sie hinterher. Nein, machen Sie es jetzt. Ich kann nicht. Ich muss neu aufladen. Ich habe nicht die Energie, um... Na schön. Sie fliehen als Erster. Ich erkläre Ihnen, wie man den Transportapparat bedient. Wenn ich nachgeladen habe und Ihre Flucht entdeckt worden ist, schicke ich die anderen hinterher. In der Zwischenzeit werden meine Leute nach Ihnen suchen. Versuchen Sie mir zu vertrauen. Wofür war der? Ich wollte es mal ausprobieren. Kommen Sie.
kommst du denn plötzlich her? Ist eine lange Geschichte. Wo ist Laura? Sie ist bei denen. Sie ist jetzt wie Fred. Sie tut, was die ihr sagen. Wie Fred? Kannst du mir glauben. Okay, verschwinden wir von hier. Gut, und wie stellen wir das an? Oh, hätte ich fast vergessen. Harper hat mich laufen lassen. Sie hat mir gesagt, wie wir ihnen entkommen. Was ist mit den Wachen? Die frühstücken gerade. Wenn du das sagst. Wo haben sie Laura hingebracht? Ich weiß es nicht. Gut, wir müssen sie finden. Harper hat zwar gesagt, sie schickt die anderen hinterher, aber wenn wir fliehen, werden sie wissen, dass sie uns geholfen hat. Also müssen wir sie jetzt gleich finden. Weißt du auch, wo wir hingehen? Mal sehen. Es sieht hier irgendwie alles gleich aus, aber... Fred! Oh, ist das mies. Okay, Fred, das sollten Sie lieber nicht tun, denn Sie sind nicht bei klarem Verstand. Die haben Sie unter Kontrolle. Ich muss euch in eure Zelle zurückbringen. Dann haben wir ein Problem, Fred, denn wir gehen nicht wieder zurück. Ganz recht, Fred. Überlegen Sie, wenn wir zurückgehen, töten Sie uns. Vorwärts! Er kann uns nicht beide erwischen. Klingt irgendwie plausibel. Na komm, Fred. Komm schon, Mann. Oh Gott! Geht's Ihnen gut? Was ist mit Ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es war, als ob irgendwer versucht hat, meine Gedanken zu kontrollieren. Ich wollte euch erschießen. Wollte ich wirklich. Ich wollte euch erschießen. Aber ich konnte es nicht. Oh Mann. Ich bin immer noch am Zittern. Alles in Ordnung? Wird's gehen? Oh ja. Gut so. Jetzt suchen wir Laura. Was ist los? Ich verlor meine Verbindung zu den Menschen. Wie konnte das geschehen? Ich weiß es nicht. Aber es spielt auch keine Rolle. Dies ist nun der endgültige Beweis dafür, dass sie sich geirrt haben. Sie irrten sich die ganze Zeit. Das beweist, dass wir nur sehr begrenzt in der Lage sind, sie zu kontrollieren. Ich rufe jetzt die Flotte und berichte ihnen von unserem missglückten Auftrag. Und mit den letzten Menschen können sie sich dann befassen. Praktizieren Sie unsere neue Diplomatie. Vernichten Sie sie. Okay, wie lautet der Plan? Also wir müssen zuerst Laura finden und dann arbeite ich noch dran. Besser, Sie arbeiten schnell dran. Ich dachte, ich hätte Sie zum letzten Mal gesehen. Schließen Sie es auf unserer Seite. Wieso sind Sie nicht geflohen? Und Sie? Wie erhielten Sie wieder die Kontrolle über sich? Ich habe keine Ahnung. Ich würde schon gern wissen, wie ihr das hingekriegt habt. Wissen wir nicht, aber wir haben die Kontrolle über ihn verloren. Was ist der Unterschied zwischen Ihnen und den anderen Menschen? Ich bin schwarz. Es muss etwas Fundamentaleres sein als das. Wenn Sie schwarz wären, würden Sie das nicht so sehen. Wir haben einen spezifischen Geisteszustand gesucht. Was machten Sie kurz bevor Sie entführt wurden? Das geht Sie überhaupt nichts an. Ich war bei meiner Freundin zu Besuch. Liebe. Das ist etwas, was wir nicht bedacht haben. Und was haben Sie getan, als Sie die Kontrolle über sich wiedererlangt hatten? Ich war wütend. Irgendwer hat versucht, mich zu etwas zu bewegen, das mir nicht entsprach, und ich war wütend. Er hat gebebt und gezittert. Hey! Es kam zu einer Ausschüttung von Adrenalin. Das könnte funktionieren. Gibt es irgendeinen chemischen Stoff, der mit dem Auslösen von Zuneigung und Erregung in Verbindung steht? Pheromone. Dann ist es aber nicht die Liebe, dann ist es vielleicht ein besonderer chemischer oder hormoneller Zustand. Ja, und eine heftige Emotion durchbricht aufgrund des Adrenalins die Kontrolle. Das ist es.
Wir hätten euch niemals als Sklaven halten können. Unsere Kontrolle wäre viel zu instabil gewesen. Das erklärt Freds Handeln, aber was ist mit Laura? Ich meine, in wen ist sie verliebt? Das wissen Sie nicht? Nein. Nein? Was denn, in mich? Ja, schließlich haben Sie ihr das Leben gerettet. Wirklich? Das ist ja faszinierend, aber was sollen wir jetzt machen? Sie müssen fliehen, schnell! Alpha weiß, was los ist. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Er will sie vernichten. Der Transport. Sie müssen da lang. Geht, lauft los. Pheromone. Bringen Sie mich zu Laura. Es ist fast zu spät, glaube ich. Laura! Laura, komm, steh auf! Laura! Das ist Ihre Schuld. Sie haben das getan. Ich doch nicht. Sie haben zugelassen, dass das passiert. Ich hatte meine Befehle. Ich konnte es nicht verhindern. So, Sie konnten nicht anders. Wie erbärmlich das klingt. Sehen Sie sie an. Sehen Sie an, was Sie getan haben. Sie wollen sich hinter Befehlen verstecken? Sie müssen Verantwortung übernehmen für das, was Sie getan haben. Sie haben sie doch hergebracht. Warum nur haben Sie das gemacht? Wir haben Sie für die Sektion vorbereitet. Sie Miststück. Sie ist tot. Sie haben Glück, dass ich zum Aufladen unterbrochen wurde. Sonst hätten Sie beim Hier-Eindringen viel weniger von ihr vorgefunden. Ich bringe sie um. Ich würde an Ihrer Stelle nicht näher kommen. Was machen Sie denn hier drin, Harper? Laura, er wollte Sie sehen. Jetzt hat er Sie gesehen. Legen Sie ihn um. Warten Sie. War das nicht längst beschlossene Sache, ihn umzubringen? Er sollte genauso seziert werden wie der andere. Was passiert mit Ihnen? Nichts. Das war's dann also. Keine Verantwortung tragen, Macht rechtfertigt ja alles. Es tut mir leid. Sie hätten neu aufladen sollen! Ich bin nicht wählerisch. Ich töte dich genauso gern mit bloßen Händen. Was tun Sie? Sie ergreifen Partei für einen wertlosen Menschen? Nein. Was dann? Vielleicht kämpfe ich einfach nur gegen Sie. Wie auch immer. Das hier ist Ihre letzte Mission. Wieso fällt sie nicht um? Was ist los mit ihr? Sie ist rausgegangen. Was? Sie hat das Konstrukt verlassen und ist zurückgekehrt in ihren natürlichen Körper. Das bringt nichts, denn sie ist nicht mehr da drin. Was jetzt? Es tut mir leid. Ihr habt ja nichts zu suchen. Los, verschwinde. Nicht reden, schießen! Gib mir die Waffe. Lass ihn nicht in deinen Kopf eindringen, Mann. So ist es gut. Nein, diesmal funktioniert es nicht. Sei nicht sauer. Dann sehen wir mal, ob das hier funktioniert. Du wirst unter schrecklichen Schmerzen sterben. Das hat Spaß gemacht. Verrate mir was.
Wo sind deine Freunde, wenn du sie dringend brauchst? Direkt hinter dir. Harper! Was soll denn das? Ich mache das Beste aus einer miesen Situation. Jetzt ist er rausgegangen, so wie die andere? Ganz recht. An denselben Ort? Ja. In Ordnung. Was passiert, wenn wir fliehen? Was werden Ihre Leute tun? Sie werden angreifen. Sie müssen sie aufhalten. Na schön. Na schön, folgen Sie mir. Durch die Tür. Hey, Sie. Ja? Sie halten Wache. Was? Damit? Das bringt nichts. Falls jemand kommt, hier draufdrücken. Ihnen sehen. Okay. Und zielen Sie bitte nicht auf mich. Sind meine Kameraden. Das ist Alpha. Charlie. Das ist Bravo. Und das bin ich. Was sollen wir tun? Das, was ihr tun müsst. Das ist Bravo. Soll mir recht sein. Das ist Alpha. Er weiß, dass wir hier sind. Papa? Nein, das werden Sie nicht. Jetzt versucht er, mich auszusperren. Bedauere, Alpha. Aber das war nicht schnell genug. Und was jetzt? Einer weniger. Wer ist der Nächste? Das ist Alpha, aber er ist nicht da drin. Und kommt auch nicht wieder. Jetzt ist Alpha in seinem anderen Körper gefangen. Und er weiß, was wir getan haben. Gute Nacht, Monsterfresse. Moment, warte. Nein, den hier dürfen wir nicht zerstören. Wieso? Was macht es letztlich für einen Unterschied? Was soll ich tun? Das Schiff alleine zurückfliegen und versuchen zu erklären, was passiert ist? Nein. Warte. Das ist Alpha im Kontrollraum. Er hat den Sprung.
lösen. Ich bin nicht beeindruckt. Wir haben nichts erreicht. Kein Fortschritt, nicht der geringste. Wieso zwingen wir den Alten nicht dazu, uns zu sagen, wie sie das durchhalten? Er weiß es nicht. Sie haben kein Konzept von mentaler Kontrolle. Nein, ich glaube fast, es ist mehr ein Zufall der Natur. Harper, wenn Sie alles zufällig und unbewusst machen, wie wollen Sie sie dann jemals brechen? Als nächstes probieren wir an zwei von Ihnen chemische Präparate. Okay, Harper. Testen Sie ruhig Ihre Halluzinogene. Aber ich denke, es gibt für uns im Moment keinen Grund, wieso wir die anderen nicht sezieren können. Ein Fügsamen und ein Nicht-Fügsamen. Sie benötigt nicht alle vier. Wir können es uns ruhig leisten, zwei zu verlieren. Also Charlie hat damit eigentlich recht. Das finde ich nicht, nein. Wissen Sie, ich denke, Charlie hat nur ein Ziel, hier die ganz große Anerkennung abzusahnen. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Charlie, ich ordne an, dass Sie das Experiment von Harper durchführen. Das ist mein Experiment. Und ich habe ihr das Sagen. Mir war ein Kommandoposten in der Flotte sicher, aber einer musste ja hier für Sie den Babysitter spielen. Also wenn ich dieses sinnlose Experiment schon durchführen muss, dann so wie ich es will. Genau. Also holen Sie jetzt sofort den fügsamen Menschen und dann rauf auf den Tisch mit ihm. Wir machen seinen Schädel auf und sehen uns mal an, wie das Gehirn funktioniert. Also gut, kommen Sie da raus. Fred! Fred, können Sie mich hören? Fred! Geh schon zur Seite! Nein! Wohin bringen Sie ihn? Wieso machen Sie das? Hören Sie auf, Ihr Verhalten ist total idiotisch. Das sehe ich aber nicht so. Und ich dachte, Sie hätten längst begriffen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Wenn Sie versuchen, mich durch Einschüchterung gefügig zu machen, das funktioniert nicht. Sie mögen im Vorteil sein, aber wir sind nicht völlig hilflos. Wir sind nicht hier, Sie um Erlaubnis zu bitten. Nein, wir sind hier und nehmen uns, was wir wollen. Das Einzige, was Sie tun können, ist vielleicht auf etwas Gnade hoffen. Und jetzt gehen Sie zur Seite. Nein. Nehmen Sie mich. Sie? Ja, wenn Sie erbarmungslos durchgreifen wollen, nehmen Sie doch jemanden, der weiß, was hier vorgeht. Du bist der Nächste. Keine Sorge. Bravo, kommen Sie! Wo bin ich? Was habt ihr mit mir gemacht? Nichts. Noch nichts. Geben Sie mir einen Moment Zeit. Wie bringt ihr mich dazu, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will? Das finden wir jetzt heraus. Einverstanden? Das wird ihn umbringen. Aber natürlich. Das ist ein Teil der Untersuchung. Irgendwelche Probleme damit? Nein, habe ich nicht. Wieso? Ich habe nur eine bessere Idee. Wir könnten nämlich sein Schädelinneres untersuchen, ohne dass er dabei getötet wird. Das ist Alpha. Er weiß, dass wir hier sind. Papa? Nein, das werden Sie nicht. Jetzt versucht er, mich auszusperren. Bedauere, Alpha. Aber das war nicht schnell genug. Und was jetzt? Einer weniger. Wer ist der Nächste? Das ist Alpha, aber er ist nicht da drin. Und kommt auch nicht wieder. Jetzt ist Alpha in seinem anderen Körper gefangen. Und er weiß, was wir getan haben. Gute Nacht, Monsterfresse. Moment, warte. Nein, den hier dürfen wir nicht zerstören. Wieso? Was macht es letztlich für einen Unterschied? Was soll ich tun? Das Schiff alleine zurückfliegen und versuchen zu erklären, was passiert ist? Nein. Warte. Das ist Alpha im Kontrollraum. Er hat den Sprung.
zu sehen auf dem Band. Wer kommt als nächstes? Oh, Augenblick, das war aber nicht zu sehen auf den Bändern. Nein, wartet, lasst mich den Kerl schleppen. Hier ist es perfekt. Eine Riesenauswahl. Sie in der Menge zu schnappen, das fällt auf. Das ist Charlies Job. Sie wird sie anlocken. Sind Sie sicher, Sie wissen, was Sie tun? Oh ja, ich habe sie studiert. Und jetzt passen Sie mal auf. Bravo. Ja? Halten Sie sich zurück, wen Sie auch mitbringt. Du kannst hier, wenn du möchtest, bei mir stehen, aber versuch mich bloß nicht anzuknabbern. Ist das der Satz, der bei den meisten Frauen funktioniert? Oh, ich weiß nicht. Ich bin neu in der Stadt. Ich mache gerade meinen ersten Straßentest mit ihm. Ach, verstehe. Ich denke, du solltest ihn gegen einen anderen eintauschen. Ein Auslaufmodell, hä? Ja, der Lack ist ab, würde ich sagen. Wie wär's mit dem Spaziergang? Hast du Lust? Na, klar doch. Gehen wir. Mein Name ist Desmond. Nenn mich Charlie. Es freut mich, dich kennenzulernen. Geht mir genauso, Charlie. Ach ja, meine Wohnung ist gleich um die Ecke. Naja, könnte ja sein, dass du Lust hast auf einen Drink oder so. Findest du nicht, wir beide sollten uns vorher ein bisschen besser kennenlernen? Hallo. Hey, wer ist das denn? Wurde aber auch Zeit. Willst du spielen? Bravo? Nein, Bravo, bitte tun Sie nichts. Er ist gerade dabei, mich aufzuschlitzen. Zuerst versuche ich, seinen Verstand zu kontrollieren. Hast du vor, mich zu vernaschen? Es funktioniert nicht. Helfen Sie mir. Was ist denn das für eine Nummer? Er spürt es. Ja, aber es funktioniert nicht. Der Mann ist zweifelsohne nicht fügsam. Bravo, nehmen Sie ihn sich vor. Wie bitte? Was soll ich tun? Hauen Sie ihm eine rein! Nicht so brutal! Na toll, wenn wir den auch vergessen können, dann... Sie hatte doch gesagt, ich soll zuschlagen. Ist der noch funktionsfähig? Ja. Bitte legen Sie ihn zu dem Toten. Ja, wohl sicher noch mehr von denen. Ja, aber sie deswegen gleich zu misshandeln. Ich meine, verstehen Sie denn nicht? Eben lebte er noch und jetzt ist der Mann tot. Ja, jetzt vergessen Sie es. Der hier wird mitgenommen und als biologisches Muster von uns verwertet. Hatten Sie zuerst versucht, Druck auf seinen Verstand auszuüben? Nein. Aha, okay. Bravo, sollten Sie das nächste Mal wieder jemanden zusammenschlagen. Dann bearbeiten Sie zuvor doch erstmal seinen Verstand, denn wir müssen ja sehen, welche wir von Ihnen kontrollieren können und welche nicht. War zu sehen auf dem Band. Wer kommt als nächstes? Oh, Augenblick, das war aber nicht zu sehen auf den Bändern. Nein, wartet, lasst mich den Kerl schleppen. Hier ist es perfekt. Eine Riesenauswahl. Sie in der Menge zu schnappen, das fällt auf. Das ist Charlies Job. Sie wird sie anlocken. Sind Sie sicher, Sie wissen, was Sie tun? Oh ja, ich habe sie studiert. Und jetzt passen Sie mal auf. Bravo. Ja? Halten Sie sich zurück, wen Sie auch mitbringt. Du kannst hier, wenn du möchtest, bei mir stehen, aber versuch mich bloß nicht anzuknabbern. Ist das der Satz, der bei den meisten Frauen funktioniert? Oh, ich weiß nicht. Ich bin neu in der Stadt. Ich mache gerade meinen ersten Straßentest mit ihm. Ach, verstehe. Ich denke, du solltest ihn gegen einen anderen eintauschen. Ein Auslaufmodell, hä?
Ja, der Lack ist ab, würde ich sagen. Wie wär's mit einem Spaziergang, hast du Lust? Na, klar doch. Gehen wir. Mein Name ist Desmond. Nenn mich Charlie. Es freut mich, dich kennenzulernen. Geht mir genauso, Charlie. Ach ja, meine Wohnung ist gleich um die Ecke. Naja, könnte ja sein, dass du Lust hast auf einen Drink oder so. Findest du nicht, wir beide sollten uns vorher ein bisschen besser kennenlernen? Hallo! Hey, wer ist das denn? Wurde aber auch Zeit. Willst du spielen? Bravo! Nein, Bravo, bitte tun Sie nichts! Er ist gerade dabei, mich aufzuschlitzen. Zuerst versuche ich, seinen Verstand zu kontrollieren. Hast du vor, mich zu vernaschen? Es funktioniert nicht. Helfen Sie mir. Was ist denn das für eine Nummer? Er spürt es. Ja, aber es funktioniert nicht. Der Mann ist zweifelsohne nicht fügsam. Bravo, nehmen Sie ihn sich vor. Wie bitte? Was soll ich tun? Hauen Sie Zuweisungen machen. Ich habe nur etwas festgestellt. Wenn Sie glauben, dass wir Erfolg haben werden, dann sollten Sie... Was ist, wenn wir ihn haben? Was ist, wenn ich recht habe? Haben Sie aber nicht. Aber was, wenn doch? Dann nehmen wir alle einen großen Bonus und schnelle Beförderung mit nach Haus. Ihr Experiment wird nicht funktionieren. Die Versuchsobjekte sind ungeeignet. Bitte zurücklehnen. Ich weiß, Sie irren sich und ich werde es beweisen. Vergessen Sie dabei bitte eins nicht. Es mag Ihr Experiment sein, aber das Kommando, das habe ich hier. Ist das klar? Ja, Sir. Sind wir lange hier drin? Sie werden genauso eine ganze Stunde aufgeladen wie der Rest von uns. Diese Körper verbrauchen zu viel Energie. Sie sind ineffizient. Das liegt am zentralen Heizsystem. Es benötigt sehr viel Energie. Die Echten müssen dreimal am Tag essen. Niedere Lebensform. Ich weiß nicht. Sie scheinen ihre Nahrung sehr zu genießen. Hey, Harper, wie lange sind Sie schon in diesem Körper? Über ein Jahr. Sie sind nicht rausgegangen? Nicht einmal? Nein. Alpha sagte, ich soll an Ort und Stelle bleiben. Es würde mir schwerfallen, mich wieder einzugewöhnen, wenn ich eine Zeit lang woanders war. Alpha, Sie sind ein Sadist. Jeder braucht sein Hobby. Wie lange noch, bis wir dort sind? 20 Stunden. Ich stehe auf neue Planeten. Ihre Gefühle, die wird man dort bestimmt nicht erwidern. Okay, da wären wir. Erde, Planetenmasse 317, hohe Umlaufbahn in 4 Minuten. Werden Sie uns entdecken? Nein, wir bleiben außerhalb der Atmosphäre und mischen uns unter den ganzen Müll, der hier oben rumtreibt. Wie groß ist die Bevölkerung, Harper? So wie es aussieht, 6 Milliarden. Etwas drunter. 6 Milliarden? Donnerwetter, fette Beute. Immer unter der Voraussetzung, wir kriegen es hin. Die einheimische Bevölkerung ist nicht sehr kooperativ. Wir müssen es unbedingt schaffen. Ich will nämlich nicht mit einer Negativbewertung von meinem ersten Job zurückkehren. Transfer auf den Planeten erfolgt um 600. Bis dahin muss in der medizinischen Abteilung alles vorbereitet sein. Diese Infiltration wird anders verlaufen als die bisherigen, denn diese Wesen sind uns gegenüber leider in einmaliger Weise resistent. Nur etwa 10% sind kontrollierbar. Soweit uns bekannt ist. Aber es gibt vielleicht Kontrolltechniken, die ich noch gar nicht angewendet habe. Viva, wir sind hier, um die Arbeit zu beenden, die Harper nicht allein abschließen konnte. Wie lange hat diese erste Studie gedauert? 6 Monate. Ich hörte, Sie hätten sie fast geschnappt. Ich bin nicht geschnappt worden. Ich erledigte den Job und brachte die Daten hierher. Tja, beinahe also. Wieso glauben Sie, dass diese Menschen zu irgendetwas zu gebrauchen sind? Weil ihre Was ist da drin? Wenn ich das will. Sehen wir doch nach. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir hier so sicher sind. Ist es das, was du finden wolltest? Ja, vielleicht. Was sind das für Dinge? Kann ich wirklich nicht sagen, aber sie sind uns sicher nicht wohlgesonnen. Leben die noch? Ja, könnte sein.
Das ist ihr Geheimnis, Laura. Das sind sie. Das sind ihre wirklichen Körper. Sie sind keine Menschen. So sehen sie in Wirklichkeit aus. Und wenn wir sie zerstören können... So ein beschissener Mist. Sieh dich um, es gibt bestimmt eine Möglichkeit, diese Dinger wieder aufzumachen. Sie werden sicher bald hier sein. Dann beeil dich. Schön lautet der Befehl? Den solltest du in deinen Kopf hören. Was soll ich sagen? Ich höre ihn nicht. Unsere Befehle wurden bis jetzt von jeder Rasse gehört. Glauben Sie es mir, ich höre wirklich nichts. Bravo, bitte tun Sie ihm nichts. Wirklich clever. Deshalb haben Sie uns reingelegt. Wie schafften Sie es, nach draußen zu gelangen? Na, was ist mit Ihnen? Lesen Sie meine Gedanken. Das kann ich auch. Sie denken bestimmt, es ist ein Fehler, mich zu provozieren. Erstmal zurück in die Zelle. Wieso fällt sie nicht um? Was ist los mit ihr? Sie ist rausgegangen. Was? Sie hat das Konstrukt verlassen und ist zurückgekehrt in ihren natürlichen Körper. Das bringt nichts, denn sie ist nicht mehr da drin. Was jetzt? Hier habt ihr nichts zu suchen. Los, verschwinde. Nicht reden, schießen! Gib mir die Waffe. Lass ihn nicht in deinen Kopf eindringen, Mann. So ist es gut. Nein, diesmal funktioniert es nicht. Sei nicht sauer. Dann sehen wir mal, ob das hier funktioniert. Du wirst unter schrecklichen Schmerzen sterben. Das hat Spaß gemacht. Verrate mir was. Wo sind deine Freunde, wenn du sie dringend brauchst? Direkt hinter dir. Papa! Was soll denn das? Ich mache das Beste aus einer miesen Situation. Jetzt ist er rausgegangen, so wie die andere? Ganz recht. An denselben Ort? Ja. In Ordnung. Was passiert, wenn wir fliehen? Was werden ihre Leute tun? Sie werden angreifen. Sie müssen sie aufhalten. Na schön. Na schön, folgen Sie mir.
Ist vielleicht irgendwas passiert? Aber ja. Es gibt in dieser Stadt keinen Respekt vor dem Beruf eines Mannes. Das ist passiert. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ich beschütze den Besitz der Leute vor Raub und Vandalismus. Tja, früher war ich Cop. Jetzt bin ich pensioniert, eine ganze Weile schon. Sehen Sie, die haben meinen Wagen festgesetzt. Hey, hey, kommen Sie nicht näher. Dürfte ich erfahren, wer Sie sind und was Sie wollen? Das Auto will nicht fahren? Jetzt fährt es. Deshalb wir... Ein ziemlicher Brocken. Beschissenes Mistding. Die Nummer ziehst du doch bloß ab, um mich zu ärgern. Okay, ich brauche keine $100. 40 reichen mir auch. Den haben Sie... Ich meine... Ihr tut mir doch nichts, oder? Nein, aber nicht. Doch wir tun Ihnen nichts. Hier, das ist alles. Ich schwöre, es gehört euch alles. Nehmt mein Geld, mehr habe ich nicht. Wir wollen weder Ihr blödes Geld noch Ihr Auto. Wir wollen nur Sie. Hey! Hey, was machen Sie da? Lassen Sie sie los! Ich lege ihn um, darf ich? Nein! Doch, den brauchen wir nicht. Tun Sie's, Bravo! Er ist harmlos. Tun Sie's! Warten Sie! Jetzt warten Sie mal einen Moment. Geht's Ihnen gut? Was für ein Problem haben Sie? Sind Sie dumm oder was? Das hier hat nicht das Geringste mit Ihnen zu tun, hm? Lasst sie los! Töten Sie ihn nicht. Schaffen Sie ihn nur aus dem Weg. Drüber. Hier. Was haben Sie vor? Ich mache es ein wenig überzeugender. Oh mein Gott. Scheiße, Desmond, was machen Sie da? Was soll das? Die müssen doch glauben, dass es lebensbedrohlich ist. Oh Mann. Und jetzt schreit los, als ging's um mein Leben. Okay. Hilfe! Helft uns bitte, Hilfe! Es muss uns unbedingt jemand helfen! Hilfe, helfen Sie uns bitte! Hilfe! Haltet die Schnauze, Mann! Helfen Sie uns! Hilfe! Wir brauchen Hilfe, bitte! Bitte, unser Freund ist schwer verletzt! Hey! Was hat dieser Krach zu bedeuten? Unser Freund hat versucht, sich umzubringen. Helfen Sie ihm. Na und? Dann stirbt er, ist doch egal. Lassen Sie ihn nicht sterben. Wieso nicht? Weil Sie brauchen ihn für... Sie dürfen ihn nicht verbluten lassen! Alpha? Was gibt's? Einer der Menschen ist am Sterben. Wir brauchen einen anderen. Was fehlt ihm denn? Nein, warten Sie. Unternehmen Sie nichts. Ich bin gleich da. Machen Sie auf. Niemand rührt sich vom Fleck. Auch nicht die kleinste Bewegung. Holen Sie ihn da raus. Sie wollen Spielchen mit mir spielen? Na schön. Bravo, bringen Sie ihn von hier weg. Und Sie werden sich von jetzt an ruhig verhalten. Alles klar.
alles klar? Ich weiß nicht. Das letzte Mal kamen wir nicht sehr weit. Das letzte Mal war es eine Falle. Diesmal ist es unsere Idee. Wer sagt's denn? Wonach suchst du? Was hast du vor? Und wo geht's hier raus? Weiß ich es nicht. Aber eins ist mir klar geworden. Die sind nicht so stark, wie sie scheinen. Die suchen nach etwas, das sie noch nicht gefunden haben. Vielleicht liegt darin ihre Schwäche. Unter uns, ich weiß es nicht. Aber es ist doch besser, als in der Zelle zu verrotten. Welche Richtung? Du hast die Wahl. Das ist keine lebensbedrohliche Verletzung. Kann sein, aber es tut verflucht weh. Er wird nicht sterben? Nein. Nein, ausgeschlossen. Durch das Blut sieht es viel schlimmer aus, als es ist. Nein, nichts. Sie haben immer noch die Kontrolle über sich selbst. Ein weiterer Fehlschlag. Was sollen wir mit dem machen, der defekt ist? Ich repariere ihn. Nein. Ich will nichts mehr davon hören. Ihr Experiment war ein völliger Fehlschlag und wir sind fertig mit dieser Spezies. Töten Sie den dicken Mann und die Frau und bereiten Sie sie zur Einlagerung vor. Was ist mit Fred? Um den sollten Sie sich keine Sorgen machen. Dankbar sollten Sie sein, dass ich das in Ordnung bringen kann. Wieso haben Sie das gemacht? Ich hatte nun mal keine Wahl. Doch, die hatten Sie. Sie hätten einfach loslassen können. Das hätte ich nicht tun können. Aber Sie wussten nicht, dass ich das hier wieder reparieren kann. Waren Sie wirklich bereit, in Kauf zu nehmen, ein Krüppel zu werden? Es ging wirklich nicht darum, ob ich bereit war. Ihr wolltet sie zerquetschen. Ich habe nicht nachgedacht. Es war keine rationale Entscheidung. Ich habe einfach etwas getan, das ich unbedingt tun musste. Sie sind sehr mutig. Tja, genützt hat es ja nicht sehr viel. Wieso helfen Sie mir? Vermutlich, weil Charlie recht hat. Ich habe Bewunderung für die Menschen entwickelt. Ihr stellt euch dauernd neuen Herausforderungen, erfindet euch ständig neu. Ich hasse es, das vergeudet zu sehen. Das sollte etwa eine Stunde lang stilllegen. Es wird eine Weile schmerzen. Dort im Labor, diese Kreaturen, das seid ihr. Nicht wahr? Ja. Dieser Körper... dieser Körper ist künstlich. Er wird mit Strom betrieben. Wir müssen uns täglich neu aufladen, manchmal etwas öfter, wenn wir zu viel Energie verbrauchen. Sie essen nicht mal in ihrer anderen Form? Nein. Nein, unsere natürlichen Körper beziehen Energie aus Wärme und Licht. Aber auf der Erde habe ich Menschen essen sehen. Versucht habe ich es auch mal. Es war wunderbar. Könnten wir bitte nicht übers Essen reden? Ich sterbe vor Hunger. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was? Es ist meine Schuld. Dieses Experiment und alles. Ich kundschaftete als Erste Ihren Planeten aus. Und bin mit dem ersten Bericht zurückgekehrt. Und ich habe dieses Team hierher geholt. Können Sie nicht dafür sorgen, dass alle abziehen? Nein. Sie haben gerufen. Was gibt's? Wir haben die Kontrolle. Ich recht. Das finde ich nicht, nein. Wissen Sie, ich denke, Charlie hat nur ein Ziel, hier die ganz große Anerkennung abzusahnen. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Charlie, ich ordne an, dass Sie das Experiment von Harper durchführen. Das ist mein Experiment. Und ich habe ihr das Sagen. Mir war ein Kommandoposten in der Flotte sicher, aber einer musste ja hier für Sie den Babysitter spielen. Also wenn ich dieses sinnlose Experiment schon durchführen muss, dann so wie ich es will. Genau. Also holen Sie jetzt sofort den fügsamen Menschen und dann rauf auf den Tisch mit ihm. Wir machen seinen Schädel auf und sehen uns mal an, wie das Gehirn funktioniert. Also gut, kommen Sie da raus. Fred! Fred, können Sie mich hören? Fred! Geh schon zur Seite! Nein! Wohin bringen Sie ihn? Wieso machen Sie das? Hören Sie auf, Ihr Verhalten ist total idiotisch. Das sehe ich aber nicht so.
Und ich dachte, Sie hätten längst begriffen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Wenn Sie versuchen, mich durch Einschüchterung gefügig zu machen, das funktioniert nicht. Sie mögen im Vorteil sein, aber wir sind nicht völlig hilflos. Wir sind nicht hier, Sie um Erlaubnis zu bitten. Nein, wir sind hier und nehmen uns, was wir wollen. Das Einzige, was Sie tun können, ist vielleicht auf etwas Gnade hoffen. Und jetzt gehen Sie zur Seite. Nein. Nehmen Sie mich. Sie? Ja, wenn Sie erbarmungslos durchgreifen wollen, nehmen Sie doch jemanden, der weiß, was hier vorgeht. Du bist der Nächste. Keine Sorge. Bravo, kommen Sie! Wo bin ich? Was habt ihr mit mir gemacht? Nichts. Noch nichts. Geben Sie mir einen Moment Zeit. Wie bringt ihr mich dazu, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will? Das finden wir jetzt heraus. Einverstanden? Das wird ihn umbringen. Aber natürlich. Das ist ein Teil der Untersuchung. Irgendwelche Probleme damit? Nein, habe ich nicht. Wieso? Ich habe nur eine bessere Idee. Wir könnten nämlich sein Schädelinneres untersuchen, ohne dass er dabei getötet wird. Wieso sollte denn sein Leben von Interesse für uns sein? Alpha, je länger wir sie am Leben erhalten, desto mehr werden wir über sie erfahren. Damit kannst du dein unverbrauchtes Datenvolumen einfach in den nächsten Monaten mitnehmen. Und woran haben sie gedacht? Und in den neuen Red-Tarifen, jetzt mit bis zu 100% mehr Datenvolumen. Wechsel jetzt ins Vodafone Giganetz. Das hier wird zwar länger dauern und es ist schmerzhaft, aber es wird sie nicht umbringen. Und ich dachte, Sie hätten längst begriffen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Wenn Sie versuchen, mich durch Einschüchterung gefügig zu machen, das funktioniert nicht. Sie mögen im Vorteil sein, aber wir sind nicht völlig hilflos. Wir sind nicht hier, Sie um Erlaubnis zu bitten. Nein, wir sind hier und nehmen uns, was wir wollen. Das Einzige, was Sie tun können, ist vielleicht auf etwas Gnade hoffen. Und jetzt gehen Sie zur Seite. Nein. Nehmen Sie mich. Sie? Ja, wenn Sie erbarmungslos durchgreifen wollen, nehmen Sie doch jemanden, der weiß, was hier vorgeht. Du bist der Nächste. Keine Sorge. Bravo, kommen Sie! Wo bin ich? Was habt ihr mit mir gemacht? Nichts. Noch nichts. Geben Sie mir einen Moment Zeit. Wie bringt ihr mich dazu, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun will? Das finden wir jetzt heraus. Einverstanden? Das wird ihn umbringen. Aber natürlich. Das ist ein Teil der Untersuchung. Irgendwelche Probleme damit? Nein, habe ich nicht. Wieso? Ich habe nur eine bessere Idee. Wir könnten nämlich sein Schädelinneres untersuchen, ohne dass er dabei getötet wird. Wieso sollte denn sein Leben von Interesse für uns sein? Alpha, je länger wir sie am Leben erhalten, desto mehr werden wir über sie erfahren. Damit kannst du dein unverbrauchtes Datenvolumen einfach in den nächsten Monaten mitnehmen. Und woran haben sie gedacht? Und in den neuen Red-Tarifen, jetzt mit bis zu 100% mehr Datenvolumen. Wechsel jetzt ins Vodafone Giganetz. Das hier wird zwar länger dauern und es ist schmerzhaft, aber es wird sie nicht umbringen. Wunderbar. Tun Sie es zuerst mit dem hier, dann mit dem Nichtfügsamen, dem, der sich für einen Helden hält. Wenn Sie mit dem Dicken fertig sind, packen Sie ihn weg, irgendwo hin, wo wir Zugriff auf ihn haben. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Wenn ich hier rauskomme, zermatsche ich dir deine debile Visage. Du wirst hier noch nicht rauskommen. Wir werden bei dem Mädchen was Stärkeres nehmen. Harpers Präparate sind mir viel zu schwach. Nein,
warten Sie. Benötigt sehr viel Energie. Die Echten müssen dreimal am Tag essen. Niedere Lebensform. Ich weiß nicht, sie scheinen ihre Nahrung sehr zu genießen. Hey Harper, wie lange sind Sie schon in diesem Körper? Über ein Jahr. Sie sind nicht rausgegangen? Nicht einmal? Nein. Alpha sagte, ich soll an Ort und Stelle bleiben. Es würde mir schwerfallen, mich wieder einzugewöhnen, wenn ich eine Zeit lang woanders war. Alpha, Sie sind ein Sadist. Jeder braucht sein Hobby. Wie lange noch, bis wir dort sind? 20 Stunden. Ich stehe auf neue Planeten. Ihre Gefühle, die wird man dort bestimmt nicht erwidern. Okay, da wären wir. Erde, Planetenmasse 317, hohe Umlaufbahn in 4 Minuten. Werden Sie uns entdecken? Nein, wir bleiben außerhalb der Atmosphäre und mischen uns unter den ganzen Müll, der hier oben rumtreibt. Wie groß ist die Bevölkerung, Harper? So wie es aussieht, 6 Milliarden. Etwas drunter. 6 Milliarden? Donnerwetter, fette Beute. Immer unter der Voraussetzung, wir kriegen es hin. Die einheimische Bevölkerung ist nicht sehr kooperativ. Wir müssen es unbedingt schaffen. Ich will nämlich nicht mit einer Negativbewertung von meinem ersten Job zurückkehren. Transfer auf den Planeten erfolgt um 600. Bis dahin muss in der medizinischen Abteilung alles vorbereitet sein. Diese Infiltration wird anders verlaufen als die bisherigen, denn diese Wesen sind uns gegenüber leider in einmaliger Weise resistent. Nur etwa 10% sind kontrollierbar. Soweit uns bekannt ist. Aber es gibt vielleicht Kontrolltechniken, die ich noch gar nicht angewendet habe. Viva, wir sind hier, um die Arbeit zu beenden, die Harper nicht allein abschließen konnte. Wie lange hat diese erste Studie gedauert? 6 Monate. Ich hörte, Sie hätten sie fast geschnappt. Ich bin nicht geschnappt worden. Ich erledigte den Job und brachte die Daten hierher. Tja, beinahe also. Wieso glauben Sie, dass diese Menschen zu irgendetwas zu gebrauchen sind? Weil ihre Lebenserwartung wesentlich höher ist. Wäre es nicht viel sinnvoller, einen Planeten mit einer nachgiebigeren Bevölkerung zu finden? Hört euch die neue Rekrutin an, die ist jetzt Expertin. Vielleicht wollte der Rat sie ja bloß so weit wie möglich fortschicken, um sie loszuwerden. Halten Sie sich für witzig? Jetzt beruhigt euch wieder, Leute. Hören Sie, es ist nun mal so entschieden worden, dass die menschliche Bevölkerung entbehrlich ist. Man hat die Flotte zusammengestellt und sie ist unterwegs. Aber es wird noch 3 Tage dauern, bis sie hier eintreffen. Und Harper hat den Rat überzeugt, ihr diese Zeit zur Fortsetzung ihrer Studie zu geben. Mein Job ist es nun, ihr dieses Experiment zu ermöglichen. Aber bitte, seien Sie sicher, es wurde mir vom Rat in der Sache ein weitgehender Ermessensspielraum eingeräumt. Was ist mit dem Bonus? Ja, was ist mit dem Bonus? Nur, wenn wir Erfolg haben. Also, wir benötigen, um diese Aufgabe zu erfüllen, 3 Menschen. Diese Testpersonen müssen unserer Kontrolle gegenüber immun sein und wir brauchen sie lebend. Im Labor wird es dann unser Ziel sein, ihre geistigen Schutzschilde zu überwinden. Und was ist, wenn wir es nicht schaffen? Dann wird in 3 Tagen, wenn die Flotte hier eintrifft, die menschliche Bevölkerung funktioniert bei Frauen eben nicht so einfach. Ich denke, wir sollten einen Mann finden, den wir kontrollieren können. Das aber ist nicht der Grund, weshalb wir hier sind. Na und? Warum versuchen wir unsere Aufgabenstellung nicht einfach zu erweitern? Wir hätten dann einen, mit dem wir die anderen vergleichen könnten. Wäre möglich. Okay, halten wir wieder Ausschau nach Fügsamen. Ich würde so gern wissen, wo wir eigentlich hingehen. Ich weiß nicht, wo wir hingehen, aber wir werden hier draußen bestimmt irgendwo einen Menschen finden. Psst, Achtung! Hast du dich warm genug angezogen? Mach dir um mich keine Sorgen, Baby. Alles bestens. Wenn wir beide zusammenziehen würden, müsstest du nicht ohne Pulli rausgehen. Dann wären deine Sachen alle hier. Hört euch das an. Du hast aber ein Tempo drauf. Es ist erst unser 2. Date. Hey, ich bin dir zu schnell. Hör mal, Mr. Superflinker Finger. Ich denke, die üblichen 0815-Werbungsrituale haben wir übersprungen. Du hast vermutlich recht. Darüber reden wir noch. Okay. Also, ich gehe jetzt. Bitte sei vorsichtig. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Das gibt's doch wohl nicht. Haben die nicht mal einen Funkenanstand in dieser Stadt? Ist vielleicht irgendwas passiert? Aber ja.
Es gibt in dieser Stadt keinen Respekt vor dem Beruf eines Mannes. Das ist passiert. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen folgen kann. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ich beschütze den Besitz der Leute vor Raub und Vandalismus. Tja, früher war ich Cop. Jetzt bin ich pensioniert, eine ganze Weile schon. Sehen Sie, die haben meinen Wagen festgesetzt. Hey, hey, kommen Sie nicht näher. Dürfte ich erfahren, wer Sie sind und was Sie wollen? Das Auto will nicht fahren? Jetzt fährt es. Deshalb wir... Ein ziemlicher Brocken. Beschissenes Mistding. Das Gehirn einzeln an. Wie geht's dem Bein? Ich weiß nicht. Besser, glaube ich. Können Sie laufen? Es käme auf einen Versuch an. Dann versuchen wir es. Ich werde Sie hier rausbringen. Wir haben aber nur eine Chance. Kommen Sie, beeilen wir uns. Was ist mit den anderen? Ich helfe nur Ihnen, ich kann nur Ihnen helfen. Was geht da drinnen vor? Sie laden sich auf. Wir haben etwas Zeit, kommen Sie. Müsst ihr sterben, wenn ihr das nicht macht? Nein. Nein, unsere Seelen sind anders. Sie sind nicht so eingesperrt wie eure. Wenn wir uns nicht aufladen, können wir in unsere ursprünglichen Körper wieder zurück. Aber Sie haben keine Zeit für solche Fragen. Wenn Sie fliehen wollen, dann müssen Sie es jetzt gleich tun. Ich habe ihr versprochen, dass ich nicht ohne Sie fortgehen werde. Na gut. Sie werden jetzt gehen und holen den einen aus der Zelle raus. Die anderen sind noch unter unserer Kontrolle, aber wenn ich nachgeladen habe, schicke ich sie hinterher. Nein, machen Sie es jetzt. Ich kann nicht. Ich muss neu aufladen. Ich habe nicht die Energie, um... Na schön. Sie fliehen als Erster. Ich erkläre Ihnen, wie man den Transportapparat bedient. Wenn ich nachgeladen habe und Ihre Flucht entdeckt worden ist, schicke ich die anderen hinterher. In der Zwischenzeit werden meine Leute nach Ihnen suchen. Versuchen Sie mir zu vertrauen. Wofür war der? Ich wollte es mal ausprobieren. Kommen Sie. Hey, wo kommst du denn plötzlich her? Ist eine lange Geschichte, wo ist Laura? Sie ist bei denen, sie ist jetzt wie Fred, sie tut, was die ihr sagen. Wie Fred? Kannst du mir glauben. Okay, verschwinden wir von hier. Gut, und wie stellen wir das an? Oh, hätte ich fast vergessen, Harper hat mich laufen lassen. Sie hat mir gesagt, wie wir ihnen entkommen. Was ist mit den Wachen? Die frühstücken gerade. Wenn du das sagst. Wo haben sie Laura hingebracht? Ich weiß es nicht. Gut, wir müssen sie finden. Harper hat zwar gesagt, sie schickt die anderen hinterher, aber wenn wir fliehen, werden sie wissen, dass sie uns geholfen hat. Also müssen wir sie jetzt gleich finden. Könnten wir bitte nicht übers Essen reden? Ich sterbe vor Hunger. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was? Es ist meine Schuld. Dieses Experiment und alles... Ich kundschaftete als Erste ihren Planeten aus und bin mit dem ersten Bericht zurückgekehrt. Und ich habe dieses Team hierher geholt. Können Sie nicht dafür sorgen, dass alle abziehen? Nein. Sie haben gerufen, was gibt's? Wir haben die Kontrolle über das Mädchen. Sie haben was?
Sie reagiert jetzt auf unsere mentalen Kommandos. Sehen Sie? Sie ist jetzt völlig unter Kontrolle. Aber wie kann das sein? Ich sagte Ihnen ja, versuchen Sie es mit meinem Experiment. Sie sehen, es war ein voller Erfolg. Nein, war es nicht. Wir haben nämlich keine Ahnung, wie wir das erreicht haben. Nicht mal eine Idee, wie wir es kopieren können. Sollen wir etwa die gesamte Bevölkerung schnappen und dann einen nach dem anderen festschnallen? Wenn wir diesen Effekt nicht nutzen können, dann nutzt er uns leider gar nichts. Aber vielleicht erfahren wir bei der hier etwas, was bei den anderen nicht wahrnehmbar war. Ich denke, eine Sezierung könnte Licht in das Dunkel bringen. Gut, wir müssen uns Gewebeproben ansehen. Charlie, nehmen Sie die Frau mit ins Labor und sezieren Sie sie. Harper, Sie haben auf der Krankenstation noch einen Körper. Gehen Sie hin und schneiden Sie ihn auf. Vielleicht erfahren wir durch ihn noch etwas. Der Start erfolgt in einer Stunde, bevor die Flotte hier eintrifft. Und zum Abschluss unseres Berichts sehen wir uns dann nochmal jedes Gehirn einzeln an. Wie geht's dem Bein? Ich weiß nicht. Besser, glaube ich. Können Sie laufen? Es käme auf einen Versuch an. Dann versuchen wir es. Ich werde Sie hier rausbringen. Wir haben aber nur eine Chance. Kommen Sie, beeilen wir uns. Was ist mit den anderen? Ich helfe nur Ihnen. Ich kann nur Ihnen helfen. Was geht da drinnen vor? Sie laden sich auf. Wir haben etwas Zeit. Kommen Sie. Müsst ihr sterben, wenn ihr das nicht macht? Nein. Nein, unsere Seelen sind anders. Sie sind nicht so eingesperrt wie eure. Wenn wir uns nicht aufladen, können wir in unsere ursprünglichen Körper wieder zurück. Aber Sie haben keine Zeit für solche Fragen. Wenn Sie fliehen wollen, dann müssen Sie es jetzt gleich tun. Ich habe ihr versprochen, dass ich nicht ohne Sie fortgehen werde. Wie man sieht. Danke. Ich bin Ritterlichkeit nicht gewohnt. Die Männer, die ich sonst kenne, sind feige. Ich bin Kevin. Laura. Hallo. Wo sind wir? Da waren diese Menschen. Wie kommen wir hierher? Keine Ahnung. Als sie mich hierher brachten, war ich bewusstlos. Wer seid ihr? Ich bin Kevin. Wer sind Sie? Was geht hier vor? Das wissen wir im Moment noch nicht so genau, Jack. Mein Name ist Desmond. Wollen Sie mir bei der Tür behilflich sein, Desmond, oder... An was können Sie sich erinnern? Keine Ahnung, ich unterhielt mich mit diesen merkwürdigen Leuten und dann bin ich hier aufgewacht. Ich bin Fred. Dir fehlt eine Knarre, Fred. Solltest du sie nicht lieber benutzen, als sie zu verlieren? Ich finde, wir sollten uns darauf konzentrieren, wie es hier rausgeht. Tja, weißt du, ich bin davon ausgegangen, dass die Tür von außen verriegelt ist. Wie steht's denn mit dem Lüftungsschacht? Ja, vielleicht kriegen wir das Gitter ab. Die haben vergessen, mich zu durchsuchen. Lobet den Herrn, wir sind mit einem Pfadfinder zusammen eingesperrt. Missbrauchen Sie nicht den Namen des Herrn. Ich finde, wir sollten da nicht reingehen. Wir wissen nicht, wo er hinführt. Laura, das könnte möglicherweise ein Weg nach draußen sein. Wir müssen es probieren. Egal, was uns erwartet, wir werden damit fertig. Sehen Sie irgendwas davon? Ich glaube, ich erkenne was. Ich sehe einen Korridor. Da ist aber niemand. Nicht so laut. Wenn wir uns frei machen, können uns alle hören. Nur die Ruhe, kleine Lady. Hier draußen ist keiner. Kommen Sie. Ist das der Weg nach draußen? Sind wir richtig? Kommen Sie.
diese Menschen sind schwach. Wenn es ihr Schicksal ist, als Rasse auszusterben, dann wird es ebenso kommen. Erzählen Sie mir nicht, Sie wären hier, um Diplomatie zu praktizieren. Ich zumindest werde froh sein, Ihr Ende zu sehen. Die machen bloß Ärger. Na los, reich mir mal deinen Wahnsinnsdolch rüber. Hier. Was haben Sie vor? Ich mache es ein wenig überzeugender. Oh mein Gott. Scheiße, Desmond, was machen Sie da? Was soll das? Die müssen doch glauben, dass es lebensbedrohlich ist. Oh Mann. Und jetzt schreit los, als ging's um mein Leben. Okay. Hilfe! Helft uns bitte, Hilfe! Es muss uns unbedingt jemand helfen! Hilfe, helfen Sie uns bitte! Hilfe! Haltet die Schnauze, Mann! Helfen Sie uns! Hilfe! Wir brauchen Hilfe, bitte! Bitte, unser Freund ist schwer verletzt! Hey! Was hat dieser Krach zu bedeuten? Unser Freund hat versucht, sich umzubringen. Helfen Sie ihm. Na und? Dann stirbt er, ist doch egal. Lassen Sie ihn nicht sterben. Wieso nicht? Weil Sie brauchen ihn für... Sie dürfen ihn nicht verbluten lassen! Alpha? Was gibt's? Einer der Menschen ist am Sterben. Wir brauchen einen anderen. Was fehlt ihm denn? Nein, warten Sie. Unternehmen Sie nichts. Ich bin gleich da. Machen Sie auf. Niemand rührt sich vom Fleck. Auch nicht die kleinste Bewegung. Holen Sie ihn da raus. Sie wollen Spielchen mit mir spielen? Na schön. Bravo, bringen Sie ihn von hier weg. Und Sie werden sich von jetzt an ruhig verhalten. Alles klar? Ich weiß nicht. Das letzte Mal kamen wir nicht sehr weit. Das letzte Mal war es eine Falle. Diesmal ist es unsere Idee. Wer sagt's denn? Wonach suchst du? Was hast du vor? Und wo geht's hier raus? Weiß ich es nicht. Aber eins ist mir klar geworden. Die sind nicht so stark, wie sie scheinen. Die suchen nach etwas, das sie noch nicht gefunden haben. Vielleicht liegt darin ihre Schwäche. Unter uns, ich weiß es nicht. Aber es ist doch besser, als in der Zelle zu verrotten. Sie frei! Nein! Ihr fühlt euch doch stark, oder? Meine Hände rutschen ab! Tun Sie nicht, lass sie bitte nicht abrutschen! Ich versuch's, aber sie rutschen! Desmond, bitte! Ich versuch alles! Ich hab sie nicht mehr! Desmond! Oh mein Gott! Irgendwas erreicht? Nein, nichts. Sie haben immer noch die Kontrolle über sich selbst. Ein weiterer Fehlschlag. Was sollen wir mit dem machen, der defekt ist? Ich repariere ihn. Nein, ich will nichts mehr davon hören. Ihr Experiment war ein völliger Fehlschlag und wir sind fertig mit dieser Spezies. Töten Sie den dicken Mann und die Frau und bereiten Sie sie zur Einlagerung vor. Was ist mit Fred? Um den sollten Sie sich keine Sorgen machen. Dankbar sollten Sie sein, dass ich das in Ordnung bringen kann. Wieso haben Sie das gemacht? Ich hatte nun mal keine Wahl. Doch, die hatten Sie. Sie hätten einfach loslassen können. Das hätte ich nicht tun können. Aber Sie wussten nicht, dass ich das hier wieder reparieren kann. Waren Sie wirklich bereit, in Kauf zu nehmen, ein Krüppel zu werden? Es ging wirklich nicht darum, ob ich bereit war. Ihr wolltet sie zerquetschen. Ich habe nicht nachgedacht. Es war keine rationale Entscheidung. Ich habe einfach etwas getan, das ich unbedingt tun musste. Sie sind sehr mutig. Tja, genützt hat es ja nicht sehr viel. Wieso helfen Sie mir? Vermutlich, weil Charlie recht hat.
Ich habe Bewunderung für die Menschen entwickelt. Ihr stellt euch dauernd neuen Herausforderungen, erfindet euch ständig neu. Ich hasse es, das vergeudet zu sehen. Das sollte etwa eine Stunde lang stilllegen. Es wird eine Weile schmerzen. Dort im Labor, diese Kreaturen, das seid ihr. Nicht wahr? Ja. Dieser Körper ist künstlich. Er wird mit Strom betrieben. Wir müssen uns täglich neu aufladen, manchmal etwas öfter, wenn wir zu viel Energie verbrauchen. Sie essen nicht mal in ihrer anderen Form? Nein. Nein, unsere natürlichen Körper beziehen Energie aus Wärme und Licht. Aber auf der Erde habe ich Menschen essen sehen. Versucht habe ich es auch mal. Es war wunderbar. Könnten wir bitte nicht übers Essen reden? Ich sterbe.